ob gut oder schlecht. Guck mal, Stuttmauer ist mit bei. Das ist ja Wahnsinn. Bonny, die Zuschauer wissen schon wieder mehr. Ja, ich weiß noch gar nichts außer Retro-Runde, das steht auch im Titel. Was ihr noch nicht gesehen habt, doch habt ihr im Thumbnail. Ich kann nur sagen, es wird viel, es wird groß. Nehmt euch Zeit, nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch was zu essen. Erledigt alles, was ihr in den nächsten Tagen noch erledigen wollt vorher. Ich hole am besten das erste Paket rein. Na, warte mal. Also, na gut. Wir haben ja schon mal so ein Format in der Richtung gemacht. Damals hatten wir einem Zuschauer von uns eine Spielesammlung, große Spielesammlung abgekauft. Und das kam ja bei uns und als auch bei euch so gut an, dass ich mich die letzten Monate aufgemacht habe und immer mal wieder so ein paar interessante, unter anderem eBay-Auktionen, Kleinanzeigen oder von euch Sachen übernommen habe. Und wir packen das heute alles aus. Aber alles. Bevor wir jetzt Kisten schleppen und auspacken, habe ich noch was anderes. Ach ja, das waren noch Zeiten. Der offizielle Nintendo-Spieleberater. Oh ja. Super Game Boy Nintendo. Ach, ist es nicht schön? Ja, früher konnte man ja nicht das Internet einfach benutzen, um Dinge zu durchforsten und Hilfe zu bekommen, sondern da gab es noch Printmedien, nennt man das in Fachsprache, also ausgedrucktes Papier. Kennt gar keiner mehr. Form. Nein. Und da waren dann Lösungswege und Lösungsvorschläge mit drin. Es gab damals von Nintendo sogar eine Hotline, da konnte man auch Spieleberater sein, da konnte man dann am Telefon versuchen, den Jungs und Mädels zu helfen in dem Spiel, in dem Bereich, wo sie nicht weitergekommen sind. Das wusste ich übrigens noch nicht mal, scheinbar hast du da öfter mal angerufen. Nee, schön tatsächlich auch nie, weil es hätte Geld gekostet und das hatte ich nicht und meine Eltern sollten den Telefonrechner auch nicht bezahlen, aber Spieleberater habe ich tatsächlich auch nie wirklich groß gekauft, also ich fand die schon immer, ich habe das irgendwie selber hingekriegt, aber bei bestimmten Spielen, so wie Zelda Link's Awakening zum Beispiel, waren manche Lösungsvorschläge vielleicht Gold wert. Ich habe das einige Jahre später dann gemacht, da gab es Internet, dann ist es ein bisschen einfacher, aber das ist so mein Jugendkulturerbe, würde ich fast sagen. Ah, so, scharfe Dinge erwarten uns. Schleichwerbung inbegriffen. Ich kann nichts dafür, Kai auch nicht. Nee, das ist von einer eBay-Auktion und da kann ich auch nichts für die Umverpackung. Ich habe nur letztlich nur das Postlabel abgemacht. Es ist, als wäre die Verpackung dafür gemacht gewesen. Ja, original aber auch. Das ist ein direktes Highlight. Ich habe jetzt, wie gesagt, ganz unbewusst da einfach reingegriffen. Und hier haben wir eine Originalverpackung von einem System von NEC oder NEC, das ist quasi noch ein PC-System. Man erkennt das vielleicht hieran mit einem Controller dazu. Also trotzdem schon eine Spiellösung, kann man sagen. Und die ist so neu, dass da schon CD-Laufwerk mit drin ist, sodass man CDs abspielt. Vielleicht kennt ihr ja von der ein oder anderen vielleicht RetroPie oder Emulatoren-Sache noch die PC-Engine. PCFX, genau. Das hier ist der Nachfolger der PC-Engine. Fix. Kam so halt nur in Japan raus. So, stellen wir das Ganze mal auf den Kopf, weil ich krieg's hier irgendwie nicht raus. Mit dem Styropor und allem drum und dran. So, schöner Controller. Den packen wir mal hier hin. So, jetzt drehen wir das mal um. Jetzt haben wir hier ein System. Also von vorne sieht's aus wie ein ganz normaler PC-Tower. Jetzt habe ich hier irgendeine Klappe schon direkt aufgemacht. Push to open und da kann ein Spiel-Cartridge rein geschoben werden, würde ich jetzt behaupten. Andererseits kann man das hier oben öffnen und hat nochmal ein CD-Laufwerk. Wer das nicht kennen sollte, das waren so 650 MB Datenträger, rund ungefähr 15 cm Durchmesser, silberfarben meistens. Oben drauf ist bedruckt gewesen, was drauf war. Kannst du halt Spiegel benutzen. Da kann man auch Spiegel benutzen, die Unterseite. Ich meine, klar, CD-Laufwerke und so weiter kennt ihr. Das war früher halt Standard. Heute ist halt irgendwie alles fast digital und physisch. Beziehungsweise ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch erstmal ein Novum in den Konsolen. Ja. Weil, so wie man vorne sieht, halt oftmals anfangs noch mit Cartridges. Genau. Und ja, Ende der 80er, Anfang der 90er kamen dann auch die ersten Geräte. Teilweise auch als Add-on raus, ne? Denkt man zum Beispiel Mega Drive X32 zum Beispiel, hatte dann auch ein CD-Laufwerk, wo dann halt nicht die Grafik besser wurde, sondern einfach nur das Audio und die Videosequenzen hochauflösender waren. Und man hatte halt nicht nur dieses 16-Bit, 32-Bit Audio in der Konsole, sondern hatte dann halt wirklich so Stereo-Sound in Höhe aufgelöst und konnte viel mehr Tonspuren abspielen. Man hat es für so Videoclips benutzt. Da gab es ja dann so eine interaktiven Videofilmspiele.
Ja, und das Ding hier ist die PC-FX von NEC, veröffentlicht übrigens im Dezember 1994 in Japan und insgesamt wurden nur in Anführungszeichen 400.000 Stück davon verkauft. Ja, zu dem Zeitpunkt war das aber schon eine ganze Menge. CD-Laufwerke sind, glaube ich, so ab 90, 91 bei uns auch in Deutschland irgendwie käuflich erwerblich gewesen. Da habe ich mir meinen ersten CD-Player damals gekauft. Somit war das noch eine relativ neue Lösung. Übrigens, das erste CD-Spiel war von LucasArts TIE Fighter, glaube ich, ne? Ich glaube, es hieß so, das war auch auf Compact-Disc quasi. Mhm. Und weil der Datenträger die einzige Möglichkeit war, die Grafik plus Sound irgendwie greifbar zu machen, war das das erste Spiel, was auf CD rauskam. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. So, und das ist dann halt quasi... Das kann ich dir übrigens nicht sagen. Ich kann dir noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, das Gamepad ähnelt halt dem Sega Mega Drive, nur noch mit mehr Tasten. Ja. Da sieht man es dann. Genau. Ja, jetzt halt Japan, China, USA, sag ich mal, Stecker, Stromstecker. Jo. Sieht mir so aus. Hier auch wieder das Problem dann halt mit der Spannung. Ja, bräuchte man jetzt einen Konverter, um das zu benutzen. Damals war es ja noch nicht nur diese Auto-Switching-Netzteile, die dann sozusagen zwischen 110 und 230 Volt umschalten können. Genau, da müsste man jetzt wirklich mit einem Konverter arbeiten. Das ist jetzt so Allgemeinwissen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem konkreten Fall, vielleicht überrascht uns das Gerät auch und braucht das nicht, aber so zumindest allgemein. Andere Sache noch, dieses Gerät ähnelt halt wirklich einem Desktop-PC. Das war auch wirklich von NEC so gewollt, dass man halt ne, so sich ein bisschen auch abheben kann, dass man ein bisschen professioneller wirken kann. Man hatte übrigens auch drei Erweiterungsports an der Rückseite angebracht, mit denen man dann Hardware-Erweiterungen angeboten hat. Also wenn du da jetzt die Luke öffnest. Zack, da kann man reingucken, genau, und sieht erstmal nicht viel. Ja, insgesamt gibt es halt drei Optionen für Hardware-Erweiterungen, aber letztlich... So steht zumindest auf Wiki, hat das den Preis nur noch weiter in die Höhe getrieben, wenn man sich da was gekauft hat und es wurde halt von den wenigsten Spieleanbietern dann irgendwie genutzt. Wie gesagt, ich kann hier selber natürlich nicht aus Erfahrung oder Ronny auch nicht aus Erfahrung. Ich auch nicht, ich kenne halt nur die Emulation von PC Engine, aber... Genau, ich bin nur Google schlau. Ach, mit original japanischer Anleitung, das ist geil. Übrigens braucht das System nur 16 Watt, also sogar stromsparend. Genau, das ist noch mit S-Video-Ausgang und beziehungsweise... Einzel, links, rechts, DL und so weiter. Also Ronnys Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Ja, Dodogashimasu, was auch immer das heißt. Ja, genau. Ja, kann man jetzt erstmal nicht zu viel sagen. Vielleicht kriegen wir das mal irgendwie mal zum Laufen. Das wäre natürlich schon ganz cool. Müssen wir mal gucken. Genau, das wäre natürlich cool. Aber da müssen wir uns nochmal schlau machen. Ich habe sie auf jeden Fall eben schon gesehen mit 110 Volt. Stand drin, im Heftchen. Und ja, hinten drauf. Ja, und dann gilt auch erstmal passende Spiele zu finden, ne? Ja, vielleicht ist da ja heute noch was bei. Du bist ja ein schlauer Bub und hast bestimmt ganz gezielt gekauft und geshoppt und hast hier bestimmt auch noch eine CD mit. Ich finde es immer gut, wie Ronny mich teilweise dann überschätzt. Steigern. So. Auch hier hast du dir wieder eine eBay-Auktion geschnappt. Ja. Wir haben mir die Preise jetzt, die ich in den Auktionen bezahlt habe, nicht notiert. Teilweise waren sie aber überraschend günstig, weil wenn zum Beispiel so eine Konsolen, die halt, sag ich mal, standardmäßig bei uns nicht verwendbar sind oder weil es halt keine Spiele gab oder sonstiges, sind dann doch vergleichsweise günstig. Zum Glück kommt natürlich auch immer Zustand, Verpackung an. Ja, das war ein Puffer, glaube ich. Das können wir noch verwenden. Der Kleber ist noch unbenutzt. Auf jeden Fall. Geil. Der kleine Ronny freut sich. Der Logo! Achso, ist so rum. Ach, verdammt. Andersrum. The Witcher, powered by BioWare, Aurora 2007 Engine von CD Projekt. CD Projekt kennt ihr bestimmt schon, entweder mit dem Debakel von Cyberpunk 2077, als es damals rauskam. Mittlerweile ist es ein richtig rundes, richtig geiles Spiel. Und eines der, ich weiß gar nicht, ob das von CD Projekt eines der ersten Spiele war, war The Witcher. Auf dem PC damals exklusiv, auch heute noch. Es soll angeblich sogar mal ein Remaster-Remake von rauskommen. Ich habe das Spiel damals schon gefeiert. Es basiert lose auf den Büchern. Das war, glaube ich, ein polnischer Autor, der das damals geschrieben hat. Und man hat sich so ein bisschen an ein paar Storyfetzen und so weiter da mit dran orientiert in den Spielen. Wie auch immer, in den meisten Fällen spielt man Geralt, den Hexer. Den kennt ihr bestimmt aus der Netflix-Serie. Da erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues. Wenn nicht, das ist quasi der Ursprung der Witcher-Serie. Wir sprechen jetzt ja mittlerweile von drei Teilen. Der dritte Teil kam 2015 raus, ist nach wie vor eines der Meilensteine in der Rollenspielgeschichte. Und The Witcher 1 fing damals ein bisschen anders an, war wie gesagt von der Steuerung auch wirklich für den PC optimiert mit der Maus und Klicks und Combo und was weiß ich.
Es sollen wohl jetzt demnächst bis zu 400 Entwickler an einem Nachfolgeprojekt arbeiten, ja, im Witcher-Universum. Ja, also Witcher ist auf jeden Fall nicht tot und nicht, wird auch nicht so schnell verschwinden aus dem Spielebereich, glaube ich. Es sei denn, versauen es mit einem Nachfolger. Aber diese Serie ist, wenn man sie kennt, ist einfach geil. Und man sieht auch, wie die sich weiterentwickelt hat. Wenn man den ersten Teil sieht, der ein bisschen steif war teilweise vom Movement, von den Maps und so weiter. Und dann das mit dem zweiten vergleicht, Kingslayer hieß der, glaube ich, und dann mit dem dritten, das sind halt Welten, was Steuerung, Grafik, Setting, Story, Aufgaben, Quests, Entscheidungsfreiheiten angeht. Das ist, wie gesagt, der dritte Teil ist einer der besten Rollenspiele, die man sich da eigentlich antun kann, wenn man da so natürlich Bock drauf hat. Und das ist jetzt natürlich dann auch schon ganz cool. Ja, das ist natürlich hier von dem Spiel, kann man nicht viel zeigen, weil... Aber was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, das hier ist die Collector's Edition des ersten Teils. Ja. Und? Genau. Steht leider nicht vorne so konkret drauf. Ja. Falls es jetzt nicht klar war, das Spiel wurde natürlich nicht in dem Umfang standardmäßig ausgeliefert. Die Map von Team... Was ist da los? Die Map von Timeria. Genau, ich habe das Spiel mir damals auch im Original gekauft und es gab damals irgendwann nochmal eine Steelbook-Variante mit allen DLCs und was weiß ich, was da so drin war mit bei. Die habe ich heute noch zu Hause und das war so quasi so, also das ist halt die Originalversion, wie sie damals, glaube ich, rauskam. Games for Windows noch, der Service wird heute, glaube ich, gar nicht mehr unterstützt, also ist vielleicht auch schwierig, das jetzt nochmal in Betrieb zu nehmen. Auf Steam und Co. gibt es das natürlich auch oder Good Old Games, das ist auch mit vertreten. Genau. Good Old Games ist ja von CD Projekt genau. Die Plattform. Ja. Schön. Genau, deswegen natürlich auch präferiert von dem Anbieter selbst. Genau. Geiles kann Ding. Man auf jeden Fall mal reingucken. Grafik ist natürlich nicht mehr der Knaller, aber... Kann ich dir leider nicht sagen, zu welchem UVP-Preis die damals rauskam. Ich glaube, es war so bei 50 oder 60 Euro. Aber obwohl, das ist theoretisch, ich weiß nicht, ob das die originale Erstausgabe ist, dann kann es sein, dass die damals noch ein bisschen mehr Preis höher war. Auf jeden Fall habe ich sie sehr günstig auf eBay bekommen. Ja. War, glaube ich, eine Standardauktion und ich glaube, für 10, 15 Euro habe ich die mitgenommen. Ja. Naja, gibt es halt auch hunderte Versionen irgendwie von dem Datenträger, aber cool ist es auf jeden Fall. Also wer da mal irgendwie Bock hat, reinzugucken, unbedingt mal machen, wenn man halt wirklich Fan von der Serie ist. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob es nur Verpackungsmaterial ist oder ob das so sein soll. Nee, das sieht neu aus. Oh, das ist doch ein PlayStation-Teppich. Das ist ja auch mal nice. Das Paket ist vom lieben Freund Christoph, der uns schon öfter mal was zugeschickt hat. Und ja, das hat er wieder als kleines Goodie mit reingepackt. Das ist cool. Ich weiß gar nicht für wen. Nee, das passt bei mir perfekt in meinen Zockerraum rein. Was glaubst du denn? Ach, schade. Du kannst auch gerne deine Kleine drauf rumtouren lassen, wenn du das möchtest. Das ist gut. Das ist schon mal geil. Könnte auch Badvorleger sein, aber leuchtet. Passt zu meinem Cyberpunk 3D-Druck mit beleuchteten Schrift und Augen und was weiß ich, was ich da alles gerade letztlich erst fertig gemacht habe. So, okay. Oh, okay. Pieken Kloppenburg. Mhm. Da war wohl einer in Anzug shoppen. Oder lag noch in der Wühlkiste rum. Oder auch hat einfach mal was anderes gekauft. Das ist für mich jetzt was ganz brandneues. Ich kenne die Collectors Edition nämlich nicht. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. GTA 5 und Grand Theft Auto kennt, glaube ich, jeder. Kam ja damals im Ursprung auf der PlayStation 3 und Xbox 360 raus. Gab dann nochmal als verbesserte Version auf der PlayStation 4. Und mittlerweile gibt es auch eine PlayStation 5-Fassung. Und weißt wir sind du noch wann? 13, 14, genau, 15? Genau, 2013, glaube ich, original. 2014 ja. Dann, glaube ich, für PS4. Xbox One. Und letztes Jahr kam PC. Dann die PS5-Fassung raus und wir reden jetzt mittlerweile von 10, 11 Jahren Spielgeschichte und der Online-Modus rockt heute noch. Mhm. Also ich hasse den, ich mag den überhaupt nicht. Mein erster Kontakt damit war, ich bin da hingelaufen, habe noch nicht mal eine Knifte gehabt und wurde direkt von irgendeinem Tiefflieger da und einem Panzer abgeschossen. Da habe ich dann fast gleich wieder ausgemacht. Also ist so überhaupt nicht meins. Story, Singleplayer, aber fantastisch. Das muss man an der Stelle auch noch mal einmal betonen. Und ich habe es ewig nicht durchgespielt und ich habe es letztes Jahr dann endlich mal ist krass, die drei es hat Figuren, auch gar nicht viel gefehlt, irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden, dann war ich dann am Ende. Also eine viel hatte mir nicht mehr gespielt. Eine Frage hätte ich jetzt. War das Ding schon mal offen? Nein. Wir machen jetzt gerade eine Collector's Edition der Xbox 360-Fassung von Grand Theft Auto 5 auf. Genau. Der gute Christoph hat die bei sich im Keller aufbewahrt und hat mich gefragt, ob wir da Interesse dran haben und hat die an uns abgetreten. Ungeöffnet. Okay. Er hatte zwei Stück. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Warenwert jetzt hier liegt oder der Wert. Wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so hoch, weil das Ding halt millionenfach verkauft wurde. Das kann sein, dass das Ding für 50 Euro auf eBay weggeht. Egal, wir wollen ja nicht keinen Sammlerwert, wir wollen reingucken. Dann mach doch jetzt mal die obere Kamera, dass wir dann wirklich theatralisch jetzt aufnehmen können, wie ich hier die noch unversehrte Lasche aufmache. Es könnte vielleicht für den einen oder anderen kurz wehtun.
Das war's schon. So. Egal, wir wollen ja sehen, was drin ist. Richtig, richtig. Hinten ist das ja nicht drauf. Achso, nee, doch, nee. Ich kann auch nichts irgendwie. 11 Jahre ungeöffnet, jetzt wird's Zeit. Ja, und wir ruppen das einfach auf, ey, ohne Liebe. Einfach ringeschnitten da. Na, dann knick nicht noch oben den Deckel rum. So. Rockstar! Ich glaube, falsch rum, oder? Ich wollte ganz ehrlich, ich hab's Gefühl, es ist verkehrt rum. Ach, oha, guck mal, da steht auch GTA 5 drauf. Dann drehen wir es auch nochmal um. Das ist tatsächlich die Unterseite. Aber sogar geprägt. Das ist schon sehr cool. Also ist nicht aufgemalt oder so. Alter, mit Steelbook und einer fetten Hülle. Nice, ey. Und die ist auch nochmal eingepackt. Das ist cool. Ich meine, die brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht aufmachen. Da ist jetzt das Spiel komplett drin. Noch original versiegelt mit dem Xbox 360-Logo. Das war ja früher bei den Microsoft-Spielen, waren das ja immer zugelabelt. Steelbook auf jeden Fall hat Stil. Kommt natürlich an das ran, wie das ganze Artwork und so weiter von dem Spiel gegeben war. Da haben wir das Collector's Edition Pack und da ist wahrscheinlich die Goodies, die wir mit drin haben. Genau, ach ja, hier siehst du das Bonus-Outfit, Stunt-Plane-Trials, Speed-Ability-Boost, Custom-Charakter. Aus dem Teil 4 sogar. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer er hieß, Nico Bellic. Bellic, ja. Ja. Ein paar Waffen gibt es dazu, ein Unique Vehicles und Garage, also Garage, Flight Atomic Blimp, also auch damals schon Thema. Hier ist ein Code. Waren auch nicht die ersten. Nö, das erste DLC war ja damals, glaube ich, für Oblivion. Oblivion, ja, das Pferd von Oblivion, genau. Mhm. Dann haben wir die Karte, das ist natürlich ganz wichtig, um sich in San Dingsbums da, Los Santos oder, nee, Quatsch, das war das DLC von vom vierten Teil, glaube ich. Naja, okay, die Karte brauche ich, glaube ich, nicht auspacken. Ich meine, jeder, der das gespielt hat, kennt die jetzt in- und auswendig. Und auf der Rückseite ist blau. Mhm. So, das ist jetzt, glaube ich, immer mit das Unspannendste. Dann haben wir einen Autoschlüssel. Okay, das ist auch geil. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich was öffnen kann, aber jetzt steht GDA drauf. 5. Das ist ein Autoschlüssel. Vielleicht ist der damals gab es dann irgendwie ein Gewinnspiel und die eine Kiste, die den Schlüssel hatte. Für den Ferrari dann da. Leider, ne? Abgelaufen. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Tja, Ronny. Das ist ja auch nice. So, ist nochmal zu. Krass. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist auf jeden Fall eine Tasche. Ach, da passt der Schlüssel dann auch. Das ist ja geil. Das ist ja fancy. Klick. Und offen. Dein Kulturbeutel zum Verschließen. Oder wenn du halt irgendwie 10.000 Euro hast, die du jetzt hier irgendwie versiegeln willst, dann kannst du das machen. Das ist ja auch geil. Ist wahrscheinlich so eine Art... ja, Banktasche würde ich jetzt fast behaupten oder so. Ich weiß nicht, ob das darstellen soll. Aber vielleicht hat das was damit zu tun. Das ist ja auch mal stylisch. Ich meine, eigentlich braucht man es nicht, aber ist auch super schwer hier oben. Das ist aber eine coole Idee. Ja, und da haben wir noch ein Cappy. Ja, original New Era. Cappy. Bin da jetzt auch nicht so vom Fach. Los Santos, lag ich doch richtig. New Era Adjustable. GTA 5 mit einem Badge auf der Seite. Na gut, dann meine DNA ist jetzt drin. Dann noch dein Moneybag dazu. Ach so. Ich bin jetzt auch der Moneyboy. Hey, Swag. Heißt das so? Sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall unnützere Gegenstände in manchen Collectors Editions. Ja, auf jeden Fall. Mit einer Mütze, die man anpassen kann, bist du auf jeden Fall, mit einem Basecap bist du auf jeden Fall immer noch ganz gut dabei. Wenn man, entweder sammelt man es oder man trägt sie. Von Doom und Gears of War haben wir ja auch mal welche besorgt gehabt. Die liegen ja auch bei mir noch zu Hause. Eine interessante Edition. Also ich wusste, weißt du hier den Preis, was das Ding gekostet hätte? Die Collector's Edition hatte einen UVP-Preis von 130 Euro. Und dann gab es noch eine Special Edition für 80. Da war, glaube ich, aber gar nicht so viel mit bei. Aber ich wahrscheinlich bin mir auch gerade gar nicht sicher, welche Version ich damals gekauft habe. Auf jeden Fall, das Spiel auf der PS3 hatte ich. Ich habe es auf der PS4 mal auch gekauft, weil es sah natürlich ein bisschen besser aus. Und PS5 für 10 habe ich dann irgendwie auch nochmal mitgenommen. Also Story, wie gesagt, absolut fantastisch. Multiplayer kann man mögen, muss man aber nicht, kann man auch gerne hassen. Aber Singleplayer mit den drei Charakteren, absolut genial. Also das muss man wirklich sagen. Nee, auch sehr geil, sehr geil. Also an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du uns angefragt hast und dass Kai gesagt hat, jo, machen wir. Das ist bei rausgekommen. Immer wieder danke. Genau. Wir machen weiter. Schups. Xbox.
die Halo-Edition. Ja, das ist die limitierte, ich weiß nicht, ob die limitiert ist, Halo Infinite Xbox Series X. Dann dreh doch mal um. Na, warum soll ich? Ach so, stimmt, hier ist vorne. Das ist die limitierte Xbox Series X Halo Edition in einem unikaten Design mit dem Spielball, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Und auch die ist noch original zu? Ja, es ist nämlich auch von Christoph. Der hatte die auch liegen und hat nämlich zusammen mit GTA 5 an uns abgetreten. Jetzt hat er auch die Konsole zweimal oder was? Also eigentlich. Ich weiß nicht. Kann sein. Junge, was ist mit dir schiefgelaufen? Also nicht falsch verstehen, aber... Kam damals wirklich anlässlich von Halo Infinite raus... Als so limitierte Edition, das Spiel liegt bei, steht vorne drauf und vor allem auch Controller in einer limitierten Edition. Ja, und auch hier das gleiche wie bei GTA. Wir machen jetzt immer einen feinen chirurgischen sauberen Schnitt. Ach, jetzt so. Na gut. Ich glaube unten also, auch noch. Ich selbst bin ja auch Sammler von Konsolen, von Spielen und Co. Ich gebe zu, ich habe noch nie ein Spiel doppelt gekauft, um es dann eingepackt zu lassen. Deswegen habe ich gerade diese Aussage getätigt, ob bei dir irgendwas... anders läuft als bei uns. Ich finde es aber gut. Ich habe da absolut Respekt vor. Ich könnte das nicht, weil ich muss Dinge, ich muss sie mal auspacken. Kann es sein, dass die auf der anderen Seite... Oh, nee, warte. Nee, ich will einfach nur die Pappe runterziehen. Ah, damals. Genau, also ich muss irgendwie auch meine Filme und die so zu Hause habe und die auch von mir limitiert sind und Piff, Puff, Peng interessiert mich nicht. Alter, ist noch mal mehr Aufkleber drauf. Mensch, Microsoft, also aber jetzt aber... Jetzt mal ohne Mist, aber trotzdem eine richtig geile Verpackung. Die Verpackung ist auch geil. Also... Halo Infinite, 20 Jahre Halo quasi auf der Xbox Classic, muss man ja sagen. Also siehst ja damals nur Xbox, kam das erste Halo raus. Der zweite Teil war dann auf der 360. Aber wann kam Infinite raus? Ach nee, 1 und 2 waren auf der Xbox. 22 oder 23? Infinite? Hm? Ich glaube, das ist 22 gewesen, würde ich sagen. Müsste ich das aber nachgucken, weil du hast es gespielt, ich nicht. Ja. Ach, hier ist noch was. Na gut. Ja, wie gesagt, die originalen ersten beiden Teile kamen auf der Xbox Classic raus, der dritte Teil auf der 360 und dann halt und auf der Series und One X kam halt dann ich irgendwann. Kann auf jeden Fall sagen, ich wollte mir die Konsole auch kaufen in der Version, hab's aber leider verpasst zu dem Zeitpunkt. Jetzt kam ja zum Beispiel, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, von Microsoft eine limitierte Edition mit SpongeBob raus. Nee, tatsächlich gar nicht. Aber die wurde, glaube ich, sogar nur verlost. Also man konnte da irgendwie an so einer Verlosung teilnehmen. Ja. Auch mit passendem Controller halt. Ist also anlässlich hier diesem Nickelodeon Brawl-Spiel irgendwie rausgekommen. Ach so, ja, stimmt, die haben da auch was rausgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt richtig aufgemacht hat. Wahrscheinlich kann man es auch einfach hinstellen und dann aufmachen. Ja, wahrscheinlich. Und aufklappen, aber hätte es auch nicht gepasst mit dem Mikrofon hier. So, gut, ich nehme mal den Controller raus. HDMI-Kabel und so ein Kram lassen wir einfach mal da. Das ist, glaube ich, uninteressant. Denn, ja, hier müsstest du jetzt ja direkt drauf geiern, weil es ist... Oh yeah. Kai ist ja bekannte Xbox-Controller-Sammler. Und der fehlt in deiner Edition noch, ne? Naja, den konnte man so nicht kaufen, glaube ich. Ist wirklich nur exklusiv in dieser Edition? Ich glaube, der kam wirklich nur in dieser Edition. Ja, sieht schon cool aus mit dem Gold und so weiter. Also auch hier alles so ein bisschen geprägt. Also nicht nur aufgedruckt, sondern wirklich, du fühlst diese Kanten und Rillen und in Gold und grau gehalten. Sieht halt so ein bisschen aus wie der Anzug oder ein Raumschiff oder irgendwas in die Richtung. Das ist muss schon, man Microsoft wirklich lassen, ja, Controller. Das ist genial. Also habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, Sony kann da mit seinen 5 farblichen Controllern einfach gar nicht mithalten. Und auch der Spider-Man 2 Exklusiv-Controller ist zwar nice, ist auch cool, aber die hätten so viel Potenzial, da noch mehr Controller zu verkaufen, weil es gibt halt Leute, die sammeln die einfach. Und da kenne ich ganz, ganz viele. Beziehungsweise würden sich dann gerne einen Zweit-Controller holen, vielleicht in einer bestimmten Optik. Genau. Ich habe es bestimmt wieder verkehrt rum ausgepackt, aber ist auch egal. Das sieht geil aus. Ja. Alter Schwede. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch nie eine Series X in der Hand gehabt, geschweige denn irgendwie ausgepackt, beziehungsweise drauf gespielt. Ich besitze die Konsole nicht, weil es für mich in dem Microsoft-Universum zu wenige Spiele gibt, die für mich einen Kauf rechtfertigen würden. Ich bin da klar Gears of War-Fan. Halo selbst schon gespielt, ist aber nicht ganz so meins. Und ja, Forza Horizon könnte ich zur Not auf dem PC spielen. Deswegen habe ich mir die Series X einfach nicht gekauft. Die sieht aber, und ich bin eine PlayStation 5-Nutzer, im Vergleich zu so einem Riesenkasten, sieht das echt sportlich aus. Ja. Und vor allen Dingen auch direkt mit Gummifüße, dass man die dann halt auch hinlegen kann, wenn man das möchte. Genau, kann hinten halt hingelegt werden. Die Anschlüsse, da steht auch nochmal 20 Jahre. Genau. Ja, da sieht man es nochmal, 20 Jahre. Was ich ganz geil finde, ist hier oben den Lüfterauslass. Mhm.
Einerseits ist der jetzt blau gehalten und man hat hier noch... Bei der originalen ist der ein bisschen grün. Genau, hier hat man es jetzt nämlich blau gehalten und man hat hier noch weiße und blaue Sprenkler drauf. So ein bisschen das Szenario, was jetzt quasi hier an der Seite auch mit drauf ist, hat man oben mit übernommen. Und im Gesamten, ey, das sieht echt fancy aus. Und es ist auch nicht nur aufgedruckt, sondern wirklich auch hier wieder mit richtigen Rillen drin. Also das ist schon... Und da kann man es auch wieder nur sagen, Microsoft weiß, wie sie ihre Konsole vermarktet, wenn es um Fanservice geht. Aber da muss man trotzdem sagen, von der PlayStation 4 zum Beispiel kamen auch sehr coole... Ja, da gab es eine Kratos-Edition, da gab es die Uncharted-Edition, es gab die ganz stark limitierte 20 Jahre PlayStation-Edition genau, in Grau. Und dann die 500 Millionen irgendwie. Ja, weiß ich auch gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall gab es auch mit dem dunkelblau-transparenten Design. Ja, und aktuell ist es so, bei der PlayStation 5 gibt es quasi die PlayStation 5 Version Spider-Man 2, aber das ist letztendlich einfach nur ein Case, was rangesetzt wurde, was man auch einzeln kaufen kann für viel zu viel Geld. Macht sie jetzt nicht besonders. Ist hier eine komplett andere Liga. Also sehr, 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 und sehr, es könnte sogar sein, wir kennen es ja noch von den Vorgängermodellen, dass die vielleicht beim Ein- und Ausschalten irgendwelche Sounds machen. Die Gears of War Edition von der Xbox 360, die hat ja dann den Screamer losgelassen, wenn du die angemacht hast oder wenn du ein Laufwerk reingemacht hast, kam dann auch, also eine CD reingepackt hast, kam auch nochmal ein anderes Soundgeräusch oder wenn du sie wieder rausgeholt hast. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist. Ich schmeiß sie jetzt nicht an, das zieht sie sonst jetzt alles hin, aber die sieht schon echt geil aus. Neo Geo Pocket. Das ist jetzt quasi auch eine Premiere für mich. Neo Geo Pocket ist quasi der tragbare Neo Geo Handheld gewesen. Preis steht ja tatsächlich auch mit drauf und das sind die Spiele dazu. Habe genau, ich in meinem ganzen. Ist der Nachfolger Neo Geo Pocket Color. Ach, Color, stimmt, den gab es noch in Schwarz-Weiß, richtig. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie in der Hand gehabt. Ich weiß auch nicht, wie die Cartridges aussehen, aber Metal Slug kennt man auf jeden Fall, First Mission. Ist rated for everyone. Ist auch überhaupt gar nicht brutal gewesen. So, jetzt kommt das mich nicht. Große Geheimnis. Also ich würde sagen, man muss es rausziehen. Ach nee, ach, hier ist eine Klappe. Ach, okay. Das ist dann noch eine Anleitung anscheinend. Und ein bisschen Grafik. Oder ein bisschen Beschreibung, besser gesagt. Ja. Und dann haben wir hier quasi, ja, letztendlich sieht das aus wie eine Gameboy Cartridge. Das ist jetzt nicht großartig anders. Hat einen anderen Formfaktor natürlich, aber... Genau, ich gebe mal ein paar Infos. Also hat ja auch einen kleinen Grund. Die Konsole erschien im Jahr 1999 und zwar im März 99 in Japan und in der EU im Oktober 99. Also es gab es tatsächlich, wie hier auch zu sehen, ne, steht ja D-Mark-Preis drauf, bei uns zu kaufen. Und der Vorgänger, der Neo Geo Pocket, kam ein Jahr vorher raus. Also man hat praktisch ein Jahr danach dann so eine Color-Version rausgeschoben im direkten oder in direkter Konkurrenz zum Game Boy Color, der auch 99 erschien. Ja. Und genau, jedenfalls blieb aber der im Vergleich zu den zum Game Boy Color dann halt hinter den Erwartungen zurück und ja, war halt in USA und Europa nahezu unbekannt. Nintendo und war da halt einfach... SNK, der Hersteller, der ging ja 2001 dann insolvent. Und wurde dann halt, dann wurden die ganzen Eigentumsrechte dann an Nachfolgeunternehmen, SNK Playmore, habe ich mir aufgeschrieben, verkauft. Und da hat man aber dann die Entwicklung vom Neo Geo Pocket Color eingestellt. Also gerade mal 2 Jahre nach Erscheinen. Ein bisschen rostig. Müsste aber trotzdem gehen, wenn ich mir so den Kontakt mal ablöse. Genau, ansonsten müssen die Kontakte ein bisschen gereinigt werden. Und Power on. Power on, Wayne. Oder er drückt halten. Das blinkt. Oh, geil. Oh, ist das dunkel. Warte. Ich muss das nur ins rechte Licht drücken, weil es ist ja kein beleuchtetes Display, sondern es wird von dem Außenlicht beleuchtet. Das heißt, im Dunkeln könnt ihr damit nicht spielen. Das war beim alten Gameboy ja auch so der Fall, dass der halt... Oh, doch. Kann es sein, dass er jetzt eine Hintergrundbeleuchtung aktiviert hat? Nee, ich kann jetzt aber rot, grün, blau und so weiter als Hintergrundbeleuchtung wählen. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ach, das war... Stimmt, nee, unten rechts steht Color-kompatibel. Aha. So, Settings finished. Also das hat mit dem Spiel noch nichts zu tun, sondern jetzt lädt das Spiel eigentlich erst. Ist auch interessant, wie bulky das Teil ist. Also letztendlich aber hier auf der Seite nur die Tasten. Sub-Battery dead, Memory Failure imminent, change genau. Sub-Battery. Das ist dann wahrscheinlich der Slot, den ich hier aufmachen kann. Der wird wahrscheinlich dann zum Speichern da sein. Genau, was ja nicht schlimm ist. Aber das Spiel sollte ja trotzdem... Ah, geil. Das ist geil.
ist halt wirklich farbig, aber nur wenig farbig. Also es liegt aber halt einfach an dem Display. Vielleicht war es da auch so, dass es Spiele gab, die dann halt praktisch mit einem Neo Geo Pocket und mit einem Color kompatibel waren. Ja. War schon geil. Ich kann ja mal ein bisschen was vorlesen. Ein bisschen was habe ich mir aufgeschrieben. Also den Preis haben wir gesehen, 180 D-Mark. Und auch die Spiele mit 90 D-Mark. Ich weiß gar nicht, was so Gameboy-Spiele zu dem Zeitpunkt gekostet haben. Ich glaube auch so in der Richtung. Genau. Blieb halt hinter dem Game Boy Color zurück und wir haben einen 2,6 Zoll Display, Farbdisplay mit 152 x 60 Pixel und er konnte halt gleichzeitig 146 Farben aus einer Palette von 4096 Farben darstellen. Ja, ist aber eigentlich schon umfangreich. Müsste man jetzt vergleichen, wie es beim Game Boy Color aussah, ich glaube aber dabei wird es ähnlich gewesen sein. Das fängt direkt mit dem Bossfight an, das ist auch interessant. Ja, soundtechnisch ist halt eben genau das, was man halt so auf die Ohren bekommt, was man halt damals auf die Ohren bekommen hat. Das hat sich nicht geändert. Steuert sich aber erstmal gut, ist aber halt kein normaler Analogstick, sondern so ein 8-Wege-Digi oder so. Ich weiß nicht genau, man hört das Klickern. Also wie so ein Arcade-Automaten-Stick im Prinzip, so die großen. So fühlt sich das gerade an, aber ich finde, es steuert sich gut. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ja, nice. Geiles Ding. Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine Standardfarbe war, weil die sieht schon sehr fancy aus da mit diesem bisschen, weiß ich nicht, Camouflage-Blau oder so. Das wüsste ich jetzt auch nicht, aber so ist es halt. So, dann nehmen wir es wahrscheinlich raus. Hat man es gemacht, damit man halt den wahrscheinlich vom normalen Neo Geo Pocket wahrscheinlich, dass es unterscheidet, dass die Color-Version dann halt wirklich knallige Farben bekommen haben. Aber das ist jetzt alles nur Mutmaßung. Ja, wir wissen es nicht. Nee, dafür sind wir zu dem Zeitpunkt auch selber zu jung gewesen. Aber dafür haben wir ja Schwarmwissen mit euch. Ja. Ne? Auch da wieder ging völlig an mir vorbei. Na klar, weiß man, dass es so eine Konsolen gab, aber dass es die halt auch bei uns zu kaufen gab. Du hast gesagt, 99 kam das Ding auf den Markt, ne? Ich meine, ich war selber eigentlich 18 Jahre alt. Ich war mitten in meiner Tischlerausbildung. Das heißt, ich hätte das durchaus gesehen, aber ich habe mir da eine Xbox Classic damals gekauft. Also Handhelds, Gameboy und Co. haben wir alle mit benutzt. Ja, aber ja, irgendwie bei Neo Geo, das war irgendwie, und ich habe in Berlin gelebt zu dem Zeitpunkt, war das nicht so vertreten. Also da war Nintendo und Mega Drive, Sega schrägstrich, dann halt einfach besser vertreten und vermarktet. Und da ist das komplett auch an mir vorbeigegangen. Habe ich noch nie so gesehen, kenne ich gar nicht. Und irgendwie wird es ja auch in die Packung wieder nicht rein. Ja, es muss hinten noch an der anderen Lasche. Lass einfach. Ja, ja. Machen wir nachher in Ruhe. Aber schon geiles Ding. Auch Link schön to erhalten. Sega Dreamcast System, das ist ja auch interessant. Mhm. Link Cable sold separately. Ja. Okay, und Batterien wären inklusive gewesen, bei uns jetzt nicht mehr. Das ist natürlich aber geil. Also, das sind so, ja, endlich mal tatsächlich in der Hand. Also, für mich wirklich das erste Mal. Sehr, sehr geil. Und wie man sieht, unterschiedliche Verpackungen. Ne? Entweder so Pubcase. Ja, SNK, hier ist dann halt auch SNK oben drauf, aber halt irgendwie. Naja, aber das scheint wirklich so, das eine, beim einen steht halt supported beim Color-Modell und bei dem einen steht wirklich, also bei Metal Slug steht wirklich, dass es eine Color-Version ist. Dann sieht die wahrscheinlich tatsächlich auch besser aus, obwohl, wenn ich mir das hinten angucke. Ja. Naja, ist jetzt auch egal. Wir haben es mal kurz ausprobiert. Da wissen wir jetzt immer schon mal mehr als vorher. Ist da etwa noch mehr drin? Ja, so ein bisschen. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn da nur eins drin gewesen wäre. Famicomputer 3D-System. Jetzt wird es ja interessant. Controller. Ja, gar nicht kompliziert, ne? Überhaupt nicht. Also das ist das Famicom oder Super Famicom? Nee, das war der Famicom, das Original, das NES. Genau. Ne? Das NES japanisch sah ja ein bisschen anders aus. Darauf kommt das Cartridge. Dann haben wir hier noch ein Diskettenlaufwerk zum Lesen, Strom und eine Brille. Junge, was hat denn Nintendo früher alles gemacht? Also eigentlich tatsächlich eine Menge. Man erinnert sich an die Power Gloves, die Powerhandschuhe zum Bedienen der Nintendo-Spiele teilweise. Das war auch ganz interessant. Und hier haben wir dann eine grüne Tüte. Und eine Brille. Nintendo Famicom 3D-System. Ja, wir reden hier von Ende der 80er. Genau. Also das hier ist wirklich das Famicom 3D-System. Kam in Japan und auch nur in Japan im Oktober 1987 raus. Und ja, ist im Endeffekt wirklich, mal ganz banal gesagt, einfach nur eine aktive Shutterbrille. Bedeutet also, da sind zwei LCD-Paneele für jedes Auge eins und die werden halt einfach abwechselnd dunkel geschalten, sodass es dann in Synchronisation mit Röhrenfernseher oder Monitor oder was weiß ich, dann sozusagen der immer abwechselnd das Bild fürs linke als auch fürs rechte Auge darstellt. Und dadurch, dass das immer wieder fürs Auge zugemacht wird, dunkel, ne, hat man dann ein stereoskopisches Sehen. Genau. Und so das wie ist halt beim 3D-Fernsehen. Keine andere Technik als mit den aktiven Shutterbrillen, die
Ende 90, Mitte 2000, wann weiß ich, wann 3D-Fernseher rauskam, verwendet wurden. Genau. Da sieht man mal, wie alt der Ursprung eigentlich ist. Das finde ich daran gerade sehr interessant. Genau. Ansonsten haben wir jetzt hier quasi irgendwas, wo Controller oder rein muss. Mein Japanisch ist natürlich wieder eingerostet, also ich habe keine Ahnung, was hier steht. Mit der Anleitung kann ich jetzt auch nicht viel anfangen, weil der Rest ja aktuell noch fehlt. Aber vielleicht haben wir Glück, dass es hier auch irgendwo mit bei ist, das weiß ich nicht. Gesetzesfall ist, dass Famicom Japanisch ist irgendwo noch mit bei, dann kann man das mal ausprobieren. Weil ich glaube nicht, dass es mit der europäischen Version funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn also dann auch nur mit einem Röhrenfernseher. Ja, ein NES habe ich zu Hause, ein originales, aber es ist halt eben die PAL-Version, die sieht auch komplett anders aus. Also westlich und asiatisch haben wir ich glaub, ja komplett anders. Die war so rot-gelb, rot-orange oder rot-gold, ne? Na, eigentlich war es ein 4-giger Kasten mit einer Klappe. Nee, ich meine jetzt das Famicom. Warte, ich mach auf. Du blendest euch ein. Achso, die war rot-gold. Ja, das japanische Famicom, das japanische NES war so gold-rotfarben, genau. Und halt, wie gesagt, man konnte die Controller in die Seite reinstecken. Sieht komplett anders aus als das eigentliche NES, was damals rauskam. Oder es war mal weiß-rot. Und, es könnte auch weiß-rot halt gewesen sein, ein bisschen vergilbt jetzt, man weiß es nicht. Ja, das müssen wir jetzt erstmal so unkommentiert beiseite packen. Interessant ist aber, wie gesagt, dass, wie du es gerade gesagt hast mit den Shutterbrillen, dass das halt aber Jahre später... Das ist Videospielgeschichte, ne? Ja, und es ist ja nicht das einzige oder der einzige 3D-Handheld, den Nintendo hergestellt halt hat. Da gab's Ende ja noch der 80er gab es halt auch einen so übelsten 3D-Hype. Absolut, ja. Gab es bis Anfang der 90er so. Mhm. Und jeder wollte was vom Kuchen irgendwie abhaben. Ja, aber es hat sich trotzdem nicht wirklich durchgesetzt. Genau. Aber wie gesagt, man hat ja... Also, es kam ja nicht ohne Grund nur in Japan raus. Ich habe mir mal aufgeschrieben, Liste der kompatiblen Games. Eine Handvoll, insgesamt oder? 7. Das ist nicht viel. Ja, und da kennt man eigentlich gar nichts von, weil es halt nur für Japan rauskam. Ja. Ich sage jetzt mal so, was haben wir da? Highway Star, 3D Hot Rally und noch so ein paar andere Dinger. Das ist ja so ein bisschen wie mit dem Virtual Game Boy. Da gab es auch bloß irgendwie 7 oder 11 Spiele und dann war das Ding schon wieder Geschichte. Es funktioniert aber unglaublich gut. Das haben wir auch mal auf der Gamescom 2018 ausprobiert. War auch sehr interessant. Mit so einem Tisch und da so eine riesen Brille und da drin alles in Rot und Schwarz gehalten. Sehr, sehr geil. Emulieren kann man das auch, aber der halt nicht Virtual in 3D. Boy. So. Aber hat auch einigen dann Kopfschmerzen bereitet. Oha, okay, das ist jetzt für mich auch komplett neu. Sega 3D Glasses. Richtig, weil wenn Nintendo damit um die Ecke kommt, ist Sega natürlich nicht weit oder umgekehrt. Ja. Kam auch 87 raus. Okay, krass. Auch nur in Japan, also in Europa mit Sicherheit nicht. Ja. Na, Japan und Korea. Südkorea. Ja, es hilft mir in Deutschland genau, da nicht hilft viel. Uns nicht mehr. genau. Und das Witzige ist, das ist einfacher anzuschließen. Ja, das kommt quasi dann, ich weiß nicht, wo es reingesteckt wird, aber man hat hier die Kontakte. 3D-Adapter, Glasses Input, also das ist dann das, was hier an die Brille weitergegeben wird. Wahrscheinlich auch aktive Shutterbrillen, ne? Richtig. Ah, das kriege ich, glaube ich, gar nicht über, also ist nicht für meine Konfektionsgröße. Und Kunststoff wird vielleicht auch spröde sein. Ja, deswegen will ich das jetzt gerade nicht ausprobieren. Schade, eigentlich ist es für Kinderköpfe quasi gemacht oder die Japaner sind tatsächlich zu klein. Kannst ja zugeklappt vor der Augen halten. Ja, dann sehe ich ja auch nichts. Aber dann sieht man, wie es aussieht. Ja, oh, yeah. Auch das ist jetzt schwierig, aber jetzt krass, ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Bildungsfernsehen, Bildungs-YouTube. Ja. Ich bin absolut auf deiner Seite. Das ist auch sehr geil. Hast du von den beiden Geräten irgendwie auch so Preise mal irgendwie? Waren nicht teuer, letztlich. Müsste man jetzt auch umrechnen. Ich hatte es irgendwann mal rausgefunden, als ich die damals ersteigert habe. Ja. Hier war auch so, man konnte mehrere miteinander per Splitter connecten, theoretisch bis ins Unendliche. Okay. War dann aber irgendwann mit einem Master System 2 oder 3 nicht mehr kompatibel, weil das den Anschluss für den Connector Slot nicht mehr hatte. Okay. Und das wurde dann irgendwie mit Kopfhörersplitter, denn 2 Buchsen hinten, eine vorne steht hier, kann man dann halt 2 oder dann halt mit mehreren Splittern dann auch beliebig viele. Krass. Es gab, glaube ich, auch nur zum Beispiel ein Spiel, was auch mit einer Lightgun kompatibel war. Das hieß, du konntest die Shutterbrille mit Lightgun dann nutzen. Ja. Würde ich gern mal wirklich sehen, wie es aussah, ja, wie es rüberkommt. Würde mich auch echt interessieren. Also ich glaube, dass es gar nicht mal so verkehrt aussieht, einfach weil die Technik ja, wie gesagt, 10, 15 Jahre später immer noch verwendet wurde. Ja. Also eigentlich ja auch heute noch, wenn ihr einen Beamer habt oder einen Fernseher mit aktiven 3D-Shutterbrillen, ist die Technik im Endeffekt die gleiche. Vielleicht die Auflösung des Panels, was verwendet wurde, ist natürlich jetzt in Full HD. Da war es wahrscheinlich deutlich geringer aufgelöst, der Zeit entsprechend. Aber für einen PC gab es ja sowas dann auch, ne? Anfang Nvidia der 90er, so Mitte der 90er. Ja. Das war alles gar nichts Neues. Da war das alles noch neu. Können wir jetzt einfach auch unkommentiert einfach in den Raum stellen und ihr wisst sofort Bescheid. Genau, wir hatten noch eben die NEC PCFX. Ja, das ist das Original sozusagen, oder? Genau, nur halt leicht erweitert.
PC Engine CD-ROM 2 System. Genau, konnte man später nämlich dazu kaufen. Und dann wurde die Originalkonsole in eine Umverpackung mit dem CD-ROM-Laufwerk gepackt, sodass es dann wie eine neue Konsole aussah. Super System Card, Version 3.0. Core Graphic, Super Graph F, Graph X, F, Super Graph X, Core Graph X2, Super Graph, CD-ROM, Adapter, RAW. What the fuck? Ich hab keine Ahnung, was hier. Ach, guck mal. Da ist ja ein Stecksystem. Das waren halt die Cards. Super System. Ich habe noch nie gesehen. Kann ich gar nichts zu sagen. So sind die Originalkarten dann für die PC-Engine. So sehen die aus. Okay. Ja, und dann hat man, also ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Also es ist auf jeden Fall der Vorgänger von dem, was wir eben gesehen hatten. Genau, kam im Oktober 87 in Japan raus. Wir sind irgendwie viel in Japan und kam sogar in der EU raus. Und zwar im Jahr 1990, hat also nur 3 Jahre gedauert. Aber nur in Großbritannien und Spanien. Ja. Zumindest laut Wikipedia. Und ab 88 gab es dann diese Erweiterung CD-ROM 2 oder Hoch 2. Und ab 91 gab es dann die Spiele überwiegend nur noch auf CD-ROM. Nicht mehr auf diesen Cartridges. Also das ganze Kabelgedöns spare ich mir jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, unwichtig. Aber wir haben jetzt hier das System. Genau. Und da können wir gleich mal reingucken, weil es ist nur eine Umverpackung. Ach so, da steht auch Push. Richtig, dann gucken wir nämlich mal rein. Frag mich nicht, wie es aufgeht. Da. Ach, das ist ja niedlich. Und das ganz rechts ist die Original-PC-Engine. Ah, da kommt dann halt quasi das Cartridge und reingeschoben. Und links das CD-ROM-Laufwerk. Genau, das wird da reingeschoben. Ich mache das jetzt mal einfach so. Ob das jetzt irgendwas bringt, weiß ich nicht. Aber klick. Sieht interessant aus. So, und so und hat man dann sozusagen seine PC-Engine, die Originalkonsole, dann erweitert um ein CD-ROM-Laufwerk, hat dann halt diesen Deckel drauf gemacht und sieht es halt aus mit so einer Umverpackung wie eine neue Konsole. Das sieht aus wie ein ganz normaler CD-Player, beziehungsweise erinnert mich das ganz hart ans Dreamcast. Frag mich nicht warum, einfach wahrscheinlich, weil es vergilbt ist, ja, weiß es. Aber das Dreamcast hat ja quasi hier den CD-Deckel, den du dann öffnest und der Rest ist auch viereckig, nur größer. Mhm. Und naja gut, das hat man hier hinten dann auch nicht alles. Pull Eject. Ja genau, das kann man halt auch alles rausnehmen, ne? Ah, das ist doch mal, das ist krass. Da sieht man auch, wie es ein bisschen vergilbt ist, ne, an der Seite. So ein bisschen gar nicht, ne? Also, ja, nein, ja, nein. so sah es mal aus. Hier dann halt die Input-Anschlüsse, also sieht man auch hier auf der Unterseite. Ich kann mir fast vorstellen, dass man das auch autark benutzen konnte. Wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß nur nicht, ob man das jetzt hier irgendwie öffnen kann. Ich will auch den Deckel nicht abbrechen, weil einfach Kunststoff wird halt aus den Jahrzehnten da halt einfach wirklich super spröde. Ja, wer weiß, wann es das letzte Mal offen war. Ja, deswegen ja. Da muss man es dann wieder über diese Schiene dann reinschieben. Dann schiebt das einfach so rein. Das kann man dann wahrscheinlich auch einfach rausnehmen. Das ist, hier an der Seite. Die Originalkonsole, ne? Genau, hier kommt der Controller ran. Hier wird dann wahrscheinlich Videoausgang sein. Hinten ist dann theoretisch Strom in irgendeiner Art und Weise. Wir haben hier dann An- und Ausschalter. Dann wird das auch verriegelt. Dann hat man quasi einen Griffmulde, um das Ganze wieder rauszuziehen. Wahrscheinlich ist es auch der An- und Ausschalter, genau. Ja, und ja, der Rest steht auch in Japan schon. 4 Watt? Ach Mensch. Ja, und mal in Japan. Und halt wieder mit diesen ganz kryptischen, bescheidenen Schrauben. Und da ist der Erweiterungsbus quasi. Also ich glaube, das wird dann der Unterschied sein zu dem Original, weil das ja, vielleicht ist das auch extra so eine ja, spezielle, angepasste Version, die da reingeschoben werden kann. Geil, das ist sehr interessant. Also ja, auch hier aber ist wahrscheinlich dann wieder das Spannungsproblem. Erweiterungen, so, ne, wie mit dem hier Mega CD 32 und was weiß ich nicht alles. Naja, das spiegelt so ein bisschen auch den Werdegang von Sony ja wieder, weil die hatten ja damals eigentlich mit Nintendo eine Kooperation angestrebt. Die wollten ein CD-Laufwerk machen und dann hat Sony irgendwann festgestellt, ja, mit Nintendo wollen wir nichts machen, wir bringen eine PlayStation 1 raus. Beziehungsweise Nintendo hat halt gesagt. Naja, oder so rum, nee, wollen wir nicht. Genau, und dann haben die das halt irgendwie anders gemacht. Und dann kam die PlayStation 1 raus, die PSX. Ja, mit Turbo-Buttons hier noch oder was? Okay, ach, das ist auch keine hohe Kunst. Da war der NES-Controller irgendwie ein bisschen geiler. Sieht aus wie so ein Cockpit von Autos aus den 80ern. Ja, irgendwie schon, ja. Geschwindigkeitsanzeige. Dann hier Michael Knight Anschluss. Will den haben. Alter, so eine Frickelanschlüsse auch noch. Ja, naja, okay, lassen wir das. Machen wir die Kiste wieder zu. Sehr interessant auf jeden Fall. Ist das eine komplette Collection? Möglich. Ja, also, ich fange mal einfach damit an. PlayStation Portable. Sony PlayStation. Und ein bisschen schmutzig. Ja, ist ja auch nicht ganz neu. Also das ist auf jeden Fall erstmal nur die Tasche. Da kann man dann halt auch ein paar Spiele mit reinmachen.
die Kompaktdisc, nee, wie hießen die komischen Minidisc? Ich komme gerade nicht mehr drauf. UMDs. Ach, die UMDs, genau. Die von Sony da, also irgendwie kein anderer verwendet hat, nur Sony, hat sie auch nicht richtig durchgesetzt. Hier ist Platz drin für nicht viel. Jo, an der Seite noch ein Kabel und dann hier ist dann... Tja, ich habe keine Ahnung, was ich hier noch alles reinpacken soll. Nicht schön, aber selten. Ach so, man schiebt das hier in die Seite rein. Ah, jetzt habe ich das Rätsel gelöst. Okay, das ist natürlich auch mal eine andere Tasche. Gut, habe ich damals nicht gesehen. Eine PlayStation Portable hatte ich damals aber. Ich habe mir mit Tekken 5 oder so gekauft. War das 5? Tekken Tech Tournament, irgendwas? Keine Ahnung. Ich hatte leider nie eine. Genau. Man könnte meinen, ich muss jetzt irgendwie Defizite kompensieren, aber... Das könnte durchaus sein, ja. Ich weiß gerade noch nicht, was es ist. Es ist was mit Fernbedienung. Könnte das eine Dockingstation für den Fernseher sein? Joy-Tech. Ach, na ja. Bedeutet Audio, Strom und dann war das ein kleiner Lautsprecher und hinten war dann die Videoausgabe über. Nee, Audioausgabe. Und dann mit Strom versorgt, weil Videoausgabe hatte das Teil ja gar nicht. Das war nur sozusagen eine Stromversorgung. Also Lautsprecher und Lautsprecher dann auf dem Bildschirm. Okay, und dazu noch eine geile Fernbedienung. Okay. Ja. Kann man machen. Ich glaube, ich kenne das sogar. Was es nicht alles so als Drittanbieter Sachen gab. Ja. Ich mach das mal so. Uhuhu. Ach, das ist herrlich. Das ist herrlich. Also hier hat einer wirklich eine komplette Sammlung fast der PlayStation Portable Spielekataloge plus UMDs mit Filmen. Ja, versteigert sozusagen. Also von WWF All-Stars bis hin zu Buzz Music Quiz zu Manhunt 2. Okay. Das ist ja, genau, das sind die UMDs, die man da hinten reingesteckt hat. Das waren quasi eigentlich Mini-CDs, kann man fast sagen, die dann da abgelesen wurden. War das nicht indiziert in Deutschland? Auf ja, so ganz dezent auf also allen Plattformen. Also es gab zumindest nicht in Deutschland? Ja. Nö, nicht so richtig. Aber irgendwie hat man es trotzdem reingekriegt. Ist auch ein Import. ESRB sieht man ja, ist ja kein deutsches Altersbeschränkungsgedöns drauf. Bass, Master, und Quiz. Und das hatte ich tatsächlich für die PS3. Und damals auch ja, mit hier so ein Controller, hier so ein Buzzer, hat mega Laune gemacht. Ja, was cool war an der PSP, ich habe mir sowas aber nie gekauft, waren halt quasi, man konnte auch Filme kaufen für die PSP, die UMD-Videos. Man sieht es halt, ne, von wann das so ungefähr ist. Jean-Claude Van Damme, The Second in Command. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film hier gesehen habe, obwohl Van Damme habe ich schon ganz gerne geguckt. Scary Movie. auch damals irgendwie ganz lustig gewesen. Das ist wirklich nur für die PSP dann, ja? Ja, ja, ja. Und das halt auf kleinen Bildschirmen. Aber halt für unterwegs. Und das konnte kaum einer toppen. Klar gab es da DVDs und so tragbare DVD-Player und so weiter. Das ist jetzt nicht die Frage. Aber ich habe trotz PSP habe ich mir die nie gekauft. Ich habe Filme schon immer in groß geguckt. Guck mal, die wurden dann nachher anscheinend für einen Fünfer oder ja, so verkauft. Ne? Ja, definitiv. Also gerade zum Schluss ging das halt für ganz, ganz wenig Geld weg. Das heißt, wahrscheinlich hast du jetzt hier mehr bezahlt, als der damals bezahlt hat. Keine Ahnung. Geil, Terminator 3. Einer der schlechtesten Terminator-Filme überhaupt. Also aber immerhin trotzdem Terminator. Ja, richtig. Das muss man dem auch lassen. Ich mag alle Terminator-Filme, aber der dritte gehört wirklich zu denen, die ich am seltensten angucke. Irgendwie fand ich den nie so geil. Keine Ahnung. Ja, Team America, dann gibt es noch ein Spiel und nochmal einen Film Fire Up. Irgendeine Komödie. Die gucken dir auf dem Hintern. Naja, ganz, ganz toll. SOCOM, Fire Team Bravo 2. Wir waren Helden, den habe ich letztens erst angeguckt. Der hat noch einen unglaublich krassen Sound, ey. Also zwar nur ein 5.1, wenn man das auf einer Anlage hört, aber so viel Tiefgang drin, geil. Games and Handys, Tempelhofer Damm. Ach, aus Berlin kommt das. Na, guck mal einer an. Mhm. Lakeview Terrace. Und dann House of the Dead 2. Ja, schön. Rob Zombie quasi. Okay. Ja, wahrscheinlich so 3, irgendwas von 10 oder so. Ja, die sind nicht gut, aber sie sind unterhaltsam. Ja, dann müssen wir doch die PSP mal anschmeißen, würde ich sagen. Ey, dann gucken wir gleich den Film hier an. Copyright AD. So, okay. Ich glaube, man weiß, worauf es jetzt hinauszielt. Ich packe das jetzt irgendwo mal hin. Und dann kommen wir doch eigentlich zu dem, worum es geht. Ich glaube, ihr habt es schon erahnt und auch erraten. Da wird doch bestimmt die Konsole auch noch mal kommen. Das ist wirklich die originale, weil von der PSP kam X. Genau, die PSP Edition 1004. Ich glaube, das war auch die Erstausgabe damals. Ja. Aber mir ging es gerade um die Verpackung. Die ist ja wirklich bis auf das Label, was sie abgemacht wurde, vom Klebeband oder was weiß ich, was das war, ist es ja noch wirklich in einem astreinen Zustand. Wer auf eBay sucht, der findet, ne? Das ist nicht die Frage. Ich gucke ja da nicht nur jeden Monat mal rein.
Ach, hier steht sogar der Preis drauf, 250 Euro, ja, das habe ich, glaube ich, damals auch bezahlt. Genau. Der Value Pack war praktisch die mit viel Zubehör, ja. Dann gab es noch eine ganz normale. Ja, man sieht es ja, ne? Ist ja quasi Kopfhörer mit bei, Speicherkarte, Tasche und die PSP. Da haben wir die Tasche. Ich habe damals dann, Alter, das ist ein fetter Klopper, ey. Ja, die sieht aber gebraucht aus im Vergleich zu der Verpackung, also da hat er sich auf jeden Fall gegönnt. Hier kamen die Spiele rein. Ist ja auch schön, Memory Card zum Abspeichern Konsolen so rum. Genau. Genutzt wurden und nicht nur, natürlich. Ich kaufe sie und dann bleiben sie irgendwo liegen. Open, da machte man das auf, also so ein bisschen wie Diskettenlaufwerk gefühlt. Da kamen die UMDs dann rein. Hier war dann die USB-Verbindung für den Strom. Wir haben halt das Display, dann diesen Analogstick da irgendwie. Also der hat sich aber echt bescheiden gespielt. Das fand ich uncool. 3D-Shooter waren echt ein Krampf da drauf. Und irgendwo gab es ja auch einen Anknopf. Da gibt es auch so viele Unterschiede zwischen den Generationen. Dann wurden immer mal wieder Sachen weggelassen. Dann wurde teilweise der Speicher aufgerüstet. Teilweise gab es dann irgendwie nur noch Mono-Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher, WLAN oder Bluetooth. Gab es dann mit oder ohne. Und also da hat sich Sony wirklich ausgetobt bei den ganzen Versionen. Ja, aber dann irgendwann später halt nicht mehr. Ja, hier ist das Battery Pack drin. Das konnte man auch noch verändern. Dann konnte man, ich frage mich mal, irgendwie habe ich meine damals gemoddet. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch noch so Aftermarket-Dinger mit mehr Kapazität später. Ja, aber ich glaube 1800 war auf jeden Fall original noch. Und man konnte die Original-Sony dann irgendwie dazu überreden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das ist super lange her, aber man konnte es irgendwie modden. Ja, ist jetzt leider alle. Das heißt, ich krieg's nicht an. Aber das war halt der Ursprung der portablen Sony-Handheld-Geräte. Und man munkelt ja, dass ja irgendwann mal ein Nachfolger kommen soll. Jetzt mal abseits von der PlayStation Portal, die jetzt ja nur eine Heimscheißer-Konsole ist sozusagen, so ein Ausdruck. Weil damit kann ich nur zu Hause zocken. Unterwegs ist halt super schwierig, dann Ports freigeben auf dem Router und so weiter. Ja, gut, das Zubehör spare ich mir jetzt einfach. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Aber schon, wirklich. Da ist ja auch noch der Kassenzettel drin. Kannst du gucken, wann sie gekauft wurde. Am 30.11.2005. Verkauf. DTM Race Driver, das habe ich auch gekauft, aber nicht für die PSP. 50 Euro. Das lag gar nicht bei. Nee, stimmt. Er kommt vielleicht noch. Gehen wir noch einmal ein paar Filme durch. Also ich glaube, er hätte das gar nicht zum Spielen groß benutzt, weil die überwiegende Anzahl sehe ich jetzt hier irgendwie nur wieder Videos. Also ein paar Spiele sind mit bei. Quarantäne Film, SBK 07 Superbike World Championship. Dann haben wir natürlich Grand Theft Auto Vice City Stories. Jetzt wird, glaube ich, auch klar, warum die Konsole genutzt aussieht, ne? Ja, der hatte ich auf jeden Fall sehr oft in der Hand gehabt. Das sieht man ja. Dann haben wir Tomb Raider. 28 Tage später. Das war auch geil. Der war ein richtig geiler Zombie-Film. Hellboy, einer meiner Lieblingsfilme. Die gucke ich extrem gerne an. Und jetzt auch? Ja, Tomb Raider nochmal. Hey, Tiger Woods PGA Tour 06. Okay. Dann, hier, guck mal, hier ist sogar noch ein Spiel mit bei. EL Sturm Novik, Silent Hill Origins, Grand Theft Auto Liberty City Stories. Also eigentlich alles, was so Rang und Namen hatte, der PlayStation Era, glaube ich, gekauft. Timeline mit Paul Walker noch. 7 Sekunden, Wesley Snipes. Casino Royale, das war meine erste Blu-ray, die ich damals bekommen habe. Mit der PlayStation 3, wenn man sich da dann im PSN-Store angemeldet hat, hat man als einer der ersten Anmeldungsmenschen hat man dann die Blu-ray von Casino Royale bekommen, von Sony. Habe ich heute noch zu Hause. Geil. Kann man auch nicht verkaufen, weil kein Code drauf ist, kein Streifen oder wie auch immer. Top Gun, boah, den finde ich so lahm. Also der neue ist mega, aber der alte ist so lahm. Also ich weiß, das Hat schon Flair. Ich habe mir vor einer Weile erst angeguckt. Ah, ich fand den aber nicht so gut. Dann lieber Konstantin mit Keanu Reeves. Kommt ja auch bald ins Spiel. Oh, Underworld Evolution, das habe ich auch extrem gerne geguckt. Das war alleine die Kostüme, die waren mega in dem ganzen Film. Das fand ich richtig cool. Auch etliche Filme von. Mhm. Ja, X-Men, ja, kennt man auch. Jackass the Movie, Special Collector's Edition. Wo ist denn jetzt die Special Collector's Edition? Ist da trotzdem nur. Hellboy war, glaube ich, auch Director's Cut. Ja. Alien vs. Predator, das Ganze auch zweimal, warum auch nur einmal? War so gut, musste man gleich zweimal. Ja, vielleicht war das eine auch die Langfassung, das andere nicht. 101, nee, das ist die Langfassung. Hat man sich damals auch so zu Koop-Filmeabenden und weil die Konsole so ein kleines Display hatte, brauchte jeder den Film. Wahrscheinlich. Man hat sich in der S-Bahn getroffen zum Film gucken. Ja, Resident Evil Degeneration, dann haben wir noch Hollow Man 2 und Tombstone, die Geschichte des Undertakers. Ah, wie geil. Ja, aber es war ein Wrestling-Fan. Na, zumindest hat er den Undertaker gemocht. So, was haben wir denn hier noch schön? Das ist alles bunt gemischt. Jumanji! Okay. Dann haben wir Kalkofs Mattscheibe. Wunderbar. Dann haben wir ein bisschen Zorro. Desperado, auch sehr geil. Antonio Banderas, damit ist er bekannt geworden. Salma Hayek, glaube ich, auch. Wutprobe. Jack Nicholson und Adam Sandler. Dann Verführung einer Fremden. Hall Barry und Bruce Willis. Auch, glaube ich, nie gesehen. Riding the Bullet.
von Stephen King, der Tod fährt mit, habe ich glaube ich auch nie gesehen, sollte ich mal nachholen. X-Men 2, dann nochmal irgendwann in Mexiko quasi. Inoffizielle Nachfolger, ne? Der inoffizielle Nachfolger, genau, der war aber dann irgendwie nicht mehr so ganz gut, aber. Ja, Desperados war das eine und irgendwie sieht das hinten aber irgendwie alles gerade gleich aus. Hm. Ja, gut, wurde ja Cover und alles nochmal neu gemacht jetzt für die PSP. Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube, das ist der gleiche Film. Ich würde mich jetzt... Naja, egal. Tom Gerhardt, Siegfried, auch nie gesehen. Hm. Gott. Guilty Pleasure-Filme anscheinend. Wahrscheinlich. So, dann gibt es hier tatsächlich noch Mega Drive Collection. Ja, siehste, ist da doch was zum Zocken die bei. Die ich, glaube für einen PC oder PS3 gab es die. Ich habe die für die PS4, glaube ich, ja. Lemmings, das habe ich am PC damals gespielt, habe ich mir auf der Konsole dann nicht mehr geholt. Pac-Man, also hier Namco Museum Battle Collection, also auch Retro quasi, damals schon Retro, heute nochmal Retro. Also ja, dann haben wir hier nochmal Reflex, MX versus ADV, also ich glaube, der fährt auch Moped. Silent Hill, Shattered Memories, Ong Bak, ja, Tony Jaa, sein Erstlingswerk, krasser Film eigentlich, das hat so gefetzt, wie die da die Kampfszenen koordiniert hatten, richtig genial. Bad Boys, superträger Anfang, aber letztendlich doch ein sehr, sehr geiler Film. Der vierte wurde gerade abgedreht, das heißt, der kommt, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr ins Kino. Das wusste ich nicht, also, ja. Ich bin ja manchmal auch informiert, was das angeht. International Championship, das hat was mit WWF zu tun wahrscheinlich, The Best Of, Silver Vision Presents. Auch ein Film? Ja, naja. Oder Doku. 12 Monkeys, kompletter Spielfilm in DVD-Qualität. Schön. Und dann haben wir nochmal ein Rennspiel. Also ich glaube, überwiegend Rennspiele. Das ist irgendwie krass. So, das hatten wir hier gerade alles. Das hatten wir auch gerade. Und drei Stück haben wir noch. Ein Klassiker darf nicht fehlen. Medieval, die Rückkehr. Aber die Platinum-Edition, also auch günstig gekauft. Grand Turismo, ja. The Real Driving Simulator. Das war... auch nicht sehr interessant, Idee. Grafisch, wie das damals aussah. Und vor allen Dingen 800 Autos, auch auf der PSP-Version. Ja, da ist natürlich alles stark abgespeckt, aber hier ist der Datenträger natürlich auch von Vorteil. Da passt halt ein bisschen was drauf. Und dann nochmal Obscure oder Aftermath. Also man kann feststellen, Rennspiele. Und Horror. Und Filme. Eine ganze Menge davon. Also wenn ich mir die Stapel jetzt so angucke, mehr Filme als Spiele. Das muss man auch für eine PSP erstmal hinbekommen, weil für mich war das eine Spielkonsole. Ich habe damit halt auch gespielt. Für manche halt sekundär, ne? Die haben das dann vielleicht doch wirklich eher... Wahrscheinlich hatte ich halt schon immer irgendwie einen Fernseher und einen DVD-Player zu Hause und hab oder VHS und hab mir das alles... Stell mir auch gerade so vor, weißt du, bist du irgendwie so in der Nachtschicht oder so, hast eine PSP am Start, kannst Filme gucken. Genau, und das habe ich damals nicht gemacht. Also ich war zwar auch irgendwo in der Nachtschicht, aber das gehörte, glaube ich, nicht dazu. Aber eine krasse Sammlung. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwann. Was. Ja, mit der Leistung, die wir jetzt mittlerweile offeriert bekommen durch die mobilen CPUs und so weiter und den GPU-Lösungen, glaube ich, Microsoft sagt ja, die wollen da was in die Richtung machen. Gerüchte laufen schon. Sony wird da bestimmt nicht hinterherhängen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren. Also da mal gucken, ne? Weil wenn man sich den Erfolg des Steam Decks anguckt und Asus Rock Alley und wie sie alle heißen, die dann noch danach kamen. Nutze ich übrigens auch sehr gerne zum Zocken abends noch im Bett. Ja, Steam Deck? Okay. Ich fange einfach mal damit an, was hier so ein bisschen... Oh, das war jetzt nicht so clever. Das gehört hier noch mit rein. So, hat keiner gesehen. Mass Effect 3, die Collector's Edition mit Steelbook. Ich habe es angespielt. Den ersten Teil habe ich damals durchgespielt. Den fand ich eigentlich super. Das habt ihr nicht gesehen. Den fand ich schon sehr, sehr geil. Zweiten Teil habe ich, glaube ich, nochmal mit Ach und Krach irgendwie durchgespielt und den dritten halt irgendwie gar nicht. Also der hat mich dann nicht mehr so abgeholt. Und Andromeda haben, glaube ich, viele aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Ja, das habe ich auch bloß angespielt. Also hier ist so ein bisschen Artwork drin, das ist natürlich auch immer sehr, sehr cool. Definitiv keine schlechten Spiele, aber irgendwie der erste hat mich wirklich abgeholt. Das war was Neues und gefühlt waren die anderen Teile dann immer so ein bisschen, ja, nicht gleich. Kann man nicht sagen, weil die Story ja auch komplett immer unterschiedlich ist, aber, oder war. Na, da hast du gerade unten irgendwas reingeschoben. Oh, noch eine Karte. Da ist Der Badge von N7. Yeah. Schön, kann man ja mal hier meine Stalker-Badges machen, die ich noch aus den Originalverpackungen habe. Ja, auf jeden Fall, eine Spielauswahl ist hier riesengroß, ne? Hier gerne mal die Mass Effect-Fans in die Kommentare schreiben. Welcher Teil war euer Lieblingsteil? Ja, ich glaube, es wird eindeutig. Ja, weiß man nicht. Siedler von Catan, okay. Das ist so, lieber als Brettspiel, als... Spart man sich halt den Aufbau, aber Brettspiele haben halt einen eigenen Flair. Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich Brettspiele spielt. Also ich habe auch einige zu Hause. Hier brauchen wir auch nichts zu sagen. Oh ja, da kommt was Großes auf uns zu. Habe ich damals wirklich
unendlich lange gespielt. Ich habe ja auch das Resurrected, ist ja quasi das beides zusammen nochmal als Neuauflage, ein bisschen bessere Grafik auch gespielt. Da sind auch zack, 70 Stunden waren sie weg. Also Diablo 2 Expansion Set, was wir haben. Vorbestellt, noch schön über meinen Dad, weil der kleine Bub war ja noch nicht 18. Ja, leider. Und ich habe es geliebt. Ja, immer noch. Also 2001 steht hier uns beim Expansion Set. Oder 2001. Ja, genau. Also nee, 2000 Spiel und 2001. Spiel 2000, 2001 das Add-on und macht auch heute noch Spaß. Ist aber ein himmelweiter Unterschied zu und Teil 3 oder zu Teil 4. Kannst mal reingucken. Ich hatte nämlich damals die Version, da war ein Pappaufsteller vom Barbar mit drin. Ja, bei mir auch damals. Ich weiß nicht noch, den. Den habe ich, ich weiß nicht, ob ich den noch habe, aber. Das wäre jetzt natürlich mega, wenn der noch drin gewesen wäre. Nö, aber eine fette Anleitung. Oh ja. Und alles in Deutsch, also komplett wirklich nicht Multilanguage und drei Seiten hier, so startest du das Spiel und so machst ein Update, sondern halt wirklich noch die Zauber, die Klassen. Während das Spiel installierte oder irgendwelche Updates dann später oder so, da hat man dann gerne mal drin rumgeschmückert. Ja, definitiv, aber nichts geht an Falken 4.0 an die Anleitung, was so dick ist wie zwei Bücher. Haben wir hier, kann ich holen. Ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja. Ja, zu Diablo brauchen wir nicht viel sagen. Entweder mag man es oder halt nicht. Ist manchmal auch vielleicht zu hassen. Entweder mag man es oder man mag es. Genau. Mehr lässt man da nicht gelten. Pizza Connection 2, auch so ein Spiel, was ich irgendwie nie gespielt habe. Also ja, ich glaube, die Demo so damals. Und dann kannst du deine Pizzen selber belegen. Ja, das war jetzt auch nicht so. Sila 3, die ist Geheimnis der Amazon. Auch eine sehr schöne Spielreihe, aber auch nicht so ganz meins. Descent 3, sehr, sehr schön. Sehr schönes Spiel. Habe ich ehrlich gesagt nur den ersten gespielt? Ich weiß auch gerade nicht, ob ich den dritten gespielt habe. Also den ersten und zweiten ja. Beim dritten glaube ich dann auch nicht mehr, weil es ja letztendlich dann irgendwie doch wieder das Gleiche war. Ja, und meine Damen und Herren, das sind besagte CDs, die dann in Laufwerke reinkommen, falls man es nicht kennen sollte. Und ja, damals halt ein Novum, weil es war sozusagen 360 Grad und 3D. Du konntest halt mit Joystick spielen und du musstest auch sehr aufpassen, dass du die Orientierung nicht verlierst, weil du ja auch wirklich komplett rollen konntest und weiß ich was. Genau, ein Highlight der PlayStation-Ära auf der PlayStation 1. Ist jetzt nicht Teil 7, ist leider Teil 8. Soll auch ganz gut sein, habe ich auch nur angefangen, nie beendet. Es ist leider die Platinum-Version, also die Version, die dann eigentlich bei Sammlern überhaupt keinen Wert hat. Ups. Und Sony war übrigens das einzige Unternehmen, was schwarze CDs gemacht hat. Warum? Einfach, weil sie es konnten, hat überhaupt keinen Hintergrund gehabt. Da hat man dann so schön die Kratzer drauf gesehen. Ja, gut, auf normalen CDs sieht man die auch. Das ist leider nicht anders, aber ja, auch ein geiles Spiel. Schön erstmal vier CDs, ja. Da musstest du während des Spielens speichern und dann wurde CD-Wechsel aufgefordert. Geil. Schön. Jetzt nicht der beste Zustand, aber naja, ist ja schon ein paar Tage alt. Newsblock. So, CDA 3. Kann ich nichts zu sagen. Ist auch wieder irgendwie so ein Wimmelbild-Aufbauspiel. Ist nichts für mich. Hat meine Mutter gespielt. Ja, 1, okay. 2 und 3. Wer wird Millionär? Da würde ich gnadenlos versagen bei den Fragen. Kann ich auch nicht mithalten. Hey, Classic Edition, dritte Edition. Ich sagte nichts so. Auch irgendwann mal gespielt. Ja, jetzt wird's Grand Prix 3. Das ist, Alter, das war Grafik. Das war. Es sieht heute noch krass aus. Der erste Teil damals war das übelste Grafikbrett. Kam 95 raus, hatte sogar noch einen DOS-Modus und abartige Hardware-Anforderungen. Beim dritten Teil war es, glaube ich, nicht anders. Ne? Und das noch mit Rauch. Nicht volumetrisch, würde ich jetzt nicht behaupten, aber Rauch, Cockpit-Ansicht, alles digital und hochauflösende Grafiken. Und wer eine gute Grafikkarte hatte, konnte sowas ja auch in Full HD theoretisch spielen, wenn es der Monitor theoretisch mitgemacht hat. Aber so 1720 oder irgendwas. Haben die meisten noch davon geträumt, ja. Ja, aber man konnte theoretisch das auch in höher spielen. Aber warte mal, wir brauchen ein Intel Pentium 2 mit 266 MHz oder ein AMD K6.2 oder besser. Weiß gar nicht, in welchem Jahr wir hier reden beim dritten Teil, aber 2000, Hasbro Interactive. 2000. Sehr, sehr aber das, wenn ihr das mal irgendwo anspielen könnt, macht das mal jetzt auf dem aktuellen PC in einer hohen Auflösung. Ich glaube, das wird echt spannend. Also das war, oh, das war geil. Also ich habe es zumindest so im Kopf drin, ob es heute dann wirklich noch so aussehen würde, wäre eine andere. Ich glaube, es war auch bockschwer. Ja, definitiv. Da gab ja von Papyrus Games auch so ein Spiel, das habe ich nicht mehr um die erste Kurve geschafft. Crimson Skies, Multiplattform, Microsoft, Xbox Classic kam das damals auch raus. Auch ein ganz interessantes Spiel. Und wenn man jetzt das jetzt mal ganz kurz vergleicht. Das kam später raus. Warte mal, wir müssen jetzt sagen, das ist von 2000, das gleiche Jahr.
Das war aber, wie gesagt, eigentlich eine Konsolenversion. Wobei da ja auch ein PC hintersteckte mit 733 MHz, glaube ich, bei der Xbox Classic. Das war ein reines PC-Spiel. Und da hat man dann wirklich die Unterschiede gesehen, was die Auflösung anging. Wobei, die Produktbilder sahen ja immer mal manchmal auch besser aus als das Spiel und die Hardware, die man eigentlich hatte. Muss man auch dazu sagen. Aber ja, aber ja, aber ja. Das haben wir schon. Ne? Das steht schon. Auf jeden Fall. Forsaken quasi. Auch ein sehr, sehr geiles Spiel, wurde auch fürs N64 portiert zum Beispiel. Auch ein übelstes Grafikbrett. Dann mit 3DFX-Beschleunigung, da unten sieht man es noch. Das war ja das Highlight damals mit so riesengroßen Grafikzusatzkarten, die aus der normalen Grafikkarte dann gefilterte Texturen gemacht haben, die eigentlich grottenschlecht aufgelöst waren, aber es sah halt trotzdem besser aus. Ne? Volumetrisches Licht oder Licht allgemein, Reflexion und so, kam dann damit ins Spiel. Und das war eine geile Zeit. Da war die Fortschritte in der Grafik vielleicht nicht so stark, aber es hat sich massiv trotzdem was geändert, wenn da was kam. Also das war, kann man jetzt so mit einer neuen Generation, sagt man, ja, Grafik ist besser. Hey, jetzt haben wir Raytracing. Ja, wo denn? Ja, das sind da die Reflektionen auf dem Wasser. Ja, das haben wir noch mit Screen Reflection Mirroring auch schon hingekriegt. Ist halt nie aufgefallen. Also heute ist es halt ein bisschen anders. Knights and Merchants. Hast du was gespielt? Wahrscheinlich. Demo nur. Und das war wirklich für viele, da gab es dann so ein Lager, die haben lieber das gespielt als Siedler. Und das hatte auch auf jeden Fall seine Fangemeinde. Ein Königreich wartet auf euch. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich kann zu dem jetzt tatsächlich auch nichts sagen. Ich habe gerne Strategie und sowas gespielt, aber eher so Command Conquer. Wie gesagt, Bewertungen links World of Warcraft. Sagen ja schon einiges. Ja, 87% irgendwas. Ach hier, God of War 84%, 86%, PC Joker, GameStar hat 80% damals gegeben, Knights and Merchants. Ja, geil. Da wird viel Erinnerung. Nice, ja. Jetzt kommen wir zu. Das ist mein absolutes Highlight. Vampire, die Maskerade, Redemption. Ein fantastisches Spiel. Es sah grafisch damals einfach unglaublich gut aus. Es sieht heute noch gut aus. Es sieht heute immer noch gut aus. Das kannst du heute noch spielen und das sieht super aus. Aber es war auch am Anfang so bockschwer. Ja. So richtig bockschwer. Du hast kaum den ersten Kampf geschafft und irgendwann hast du dann auch so Schusswaffen gehabt und auch deine Fähigkeiten und dann war das gar nicht mehr so schwer. Ich habe es leider bis heute nur ein einziges Mal durchgespielt. Ich will es immer wieder mal anfangen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ja. Und auch von dem Spiel gab es eine Bloodlines Edition. Ach so, nicht die Nachfolger. In einer Pappverpackung von einem Sarg war und da war ein T-Shirt bei. Das kenne ich tatsächlich nicht. Ja. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich mir schon gekauft. Ja, dann auch Klassiker, MechWarrior 4, Black Knight Expansion, also Zusatzpaket in dem Fall, auch 90%. Wer mit Robotern rumlaufen will und Laserwaffen mag, der war hier bei dem Spiel auf jeden Fall immer richtig gut beraten. Mhm. MechWarrior ist auch noch da, original. Das ist die Erweiterung dazu. Ja, Battletech-Universum, ja. Ich habe also MechWarrior. Oh, geil. Gibt's ja, MechWarrior 5 gibt's ja auch auf allen Plattformen. Habe ich gerne gespielt. Ja. War auch ein Spiel, was man super mit Joystick spielen konnte. Ja, war sogar besser als mit der Tastatur, das stimmt. Oh, The Wheel of Time mit dem Unreal Engine. Das war auch grafisch sehr geil, spielerisch. Ich habe es nie durchgespielt. Irgendwie hat mich das dann nicht mehr so abgeholt. Aber so die Kirche mit den leuchteten Fenstern in verschiedenen Farben, dann das sah schon geil aus. Also genau, das ist Unreal ja auch Engine, nach den ich lese gerade nach den Romanvorlagen. Genau, was ja das so als auch so eine, oder so eine Spieladaption davon, ja. The Wheel of Time, ja, auch gespielt, aber auch nie durch, aber ja. MDK, abgekürzt für Murder, Death, Kill, ist der zweite Teil. Auch ein sehr, sehr geiles, durchgeknalltes Actionspiel von Interplay damals. Genau, kenne ich auch nur den ersten. Ja, grafisch kann das heute auch niemand mehr irgendwie vom Interplay ist doch, glaube ich, UK-Entwicklerstudio, die so auch so einen total durchgeknallten Humor haben. Absolut durchgeknallt. Ist auch aus dem Jahre 2000, also da kamen echt viele Spiele raus und auch teilweise auch sehr, sehr neue Sachen. Und dann, ja, Command Conquer, Teil 3, Operation Tiberian Sun. Geil. Westwood Studios, als sie noch gut waren, ey, als es die noch gab, oder? Genau, immer abwechselnd Not und CGI. Und dann bei den anderen dann, ne? Alarmstufe Rot. Wenn ich gerade die Screenshots sehe, sieht man ja hier den Panzer, die Maus. Und da ist so ein Schatten quasi unter dem Panzer. Das gab es im Spiel eigentlich gar nicht. Und auch dieses farbliche Schlachtfeld hier mit grün, blau und lila, das gab es so auch nicht. Es kann sein, dass das aber auch wieder so, zum Beispiel, ich sage jetzt mal so 3DFX vorbehalten war. Vielleicht gab es das auch nicht. Nee, das war auch ganz großes Thema damals bei der GameStar, dass halt das die Screenshots plus die Bewerbung dessen vorher im Vorfeld halt einfach mal nicht real waren. Es hat nur 17 Euro gekostet. Karstadt. Und zwar Dezember 2001. Ja, 17 Euro. Was ist denn da, wieso? Warum gegeben so? Bar in D-Mark. 17 D-Mark. Und in Euro war es 8,69 Euro. Da hat er aber echt gut geschossen. Das ist ein guter Preis, ne?
Ist ja, glaube ich. Aber auch, da war es ja auch schon ein bisschen älter, ne? 99 kam es raus. Also 3 Jahre alt. Also 2 bis 3 Jahre. Okay, krass. Trotzdem war es ein geiles Spiel. Muss man dem trotzdem lassen. Ich habe die gerne gespielt. So. Ja, hier. Schön. Need for Speed. Brenner Asphalt. War eigentlich gar nicht so geil. Was hat schon ein bisschen Staub angesetzt. ich habe den auch gespielt, aber das war der Teil irgendwie, der hat mich nicht so abgeholt. Need for Speed Porsche hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Ja, obwohl ich es auch nicht geschafft habe. Ja, es war auch super schwer. Mein Cousin hat es durchgespielt, da war ich so ein bisschen beeindruckt. Es gab damals noch bei Aldi irgendwie Need for Speed Porsche, war angekündigt im Prospekt und der kleine Kai ist mit Fahrrad hingefahren, hat sich Need for Speed Porsche gekauft. Das weiß ich noch. Naja, ich war schon mit anderen Fahrzeugen unterwegs zu dem Zeitpunkt, aber ja, Starfleet Academy von Star Trek, also es gab auch sehr, sehr viele schöne Star Trek-Spiele. Ich kenne keins davon, weil ich damit überhaupt nicht so viel anfangen kann. Mit Star Wars jetzt eigentlich auch nicht, aber da hat man dann schon eher was gespielt. Aber ne, die für waren die Trekkies so wahrscheinlich ein Pflichtkauf gewesen. Ja, na, allzu viele Spiele gibt es ja auch nicht. Also ist ja, das Universum ist ja riesengroß eigentlich. Und das Franchise auch. So, MacWorld 4, Vengeance. Siehste. Das ist quasi das Spiel dann selber. Es sieht immer noch mit so Robotern so und Piff Puff Peng ist schon cool. Das ist schon, ah ja, auch mit 3DFX beschleunigt und so weiter. Schön, 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 schön. Oh, hier, guck mal, was für dich. Empire Earth Universe. Mit Erweiterung. Das ist so irgendwie ganz schön. Ist das jetzt alles Buch oder? Ja. Alter. Kannst ein bisschen 500 lesen. 1000 Jahre Geschichte in einem einzigen Spiel. Na, siehst du. Kannst du dein Brockhaus wegwerfen? Nimmst du das hier? Alter, das kann man sich nicht mehr vorstellen, dass die früher noch so viel hier reingepackt haben an also hier auch so mit Produktionsbögen, wie du was, wie wann, wo und so weiter dann produzieren kannst, damit du überhaupt durchsiehst, was da wird. Das interessiert heute keinen mehr. Das machen die dann einfach. Und nochmal so ein dicker Klumpen hier. Alter Schwede, ey, das ist interessant. Das muss ich erstmal wieder einpacken. Jetzt wieder Tetris. Ja, hier war irgendwie so Spiel mit drin und CD um drauf. Irgendwie so, so, so. Nicht so passt. Kein Wunder, dass er so schwer ist, ey. Das hat auf jeden Fall einen guten Brennwert. Das war jetzt gemein. Habe ich gern gespielt, auch auf LAN. So, jetzt kommst du. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. The Witcher 2 war ein deutlich besseres Spiel als The Witcher 1. Das ist dann quasi eine Collector's Edition. Ach, das ist ja schon wieder auf dem Kopf. Mann! Das ist dann eine schöne Collector's Edition, die ich auch so, glaube ich, nicht besessen habe. Ich habe mir nur das Spiel gekauft auf dem PC damals. Das war übrigens der Teil, der auf der Xbox 360 exklusiv dann rauskam. Witcher 2 konnte man spielen. Alle anderen Plattformen sind da leer ausgegangen, außer der PC halt. Oh, guck dir das an. Oh, geil! Schon geil. Oh, da hat was geklimpert. Jetzt aber schnell. Ah, Assassins of Kings, so hieß es. Naja, mit einem Artbook. Nee. Auf jeden Fall benutzt. Das kann man jetzt nicht abstreiten. Und es war auch gar nicht so einfach. Das habe ich dann auch gespielt. Auch letztens erst, wo ich so einen Mini-PC wieder getestet habe. Und das hat heute noch echt tolle Anforderungen, das Spiel. Also mit 120 Bildern auf einem Ryzen 7840 ist nichts. Da hast du vielleicht 50 bis 60 in Full HD. Das war auch mein erstes Witcher-Spiel. Danach habe ich dann den ersten Teil probiert und war mir zu hakelig von der Steuerung. Ja, ja, genau. Das Setting war da auch geil, aber die Steuerung war halt eben nicht so geil. Aufkleber, The Witcher. Ja, nie benutzt, weil man es eigentlich gar nicht braucht. So fällt es auf. Irgendwie kann man das hier bestimmt rausnehmen. Ich weiß noch nicht genau wie. So. How to make your own papercraft. Ach stimmt, da konntest du ja irgendwas nachbasteln da irgendwie. Den Turm, Belagerungsturm. Ach, den Belagerungsturm, ja stimmt. Ich hätte jetzt gedacht, sieht aus wie ein Hexenfeuer, aber könnte auch ein Tippi sein. Ja, hat sich jemand auch nicht die Mühe gemacht. Ich hätte es auch nicht gemacht. Hier mal ein Bruchstück moderne Kunst. Ist leider schon mal runtergefallen. Oh, das soll so aussehen. Nee, nein. Das ist hier komplett abgeplatzt und runtergefallen und abgenutzt und hier geklebt und das soll nicht so aussehen. So, das kommt mir aber bekannt vor, weil das ist nämlich meine Version, die ich nämlich damals auch mir gekauft habe. In Berlin noch, in der Seestraße Mediamarkt, da war das noch gar nicht so alt, der Laden. Ja, auch hier, ich habe das auch mit Sicherheit nicht aufgebaut. Hier ist nämlich auch nochmal so ein Papp-Geralt, den du aufbauen kannst. Oh yeah. Oder? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Genau, dann auch wieder Bonus-Soundtrack und so weiter. Und dann gab es das DVD-Spiel letztendlich, dann auch auf 2 CDs verteilt.
wie gesagt, Steam-mäßig ist es natürlich einfacher. Auch hier wieder mal ein Artbook mit dazu. Wenn du irgendwie mit den DLCs und hast sie nicht gesehen, also. Ja, das war die Standard-Edition. Die hat man tatsächlich sich so kaufen können. Das war auch ganz geil. Wie gesagt, tolles Spiel. Kann man auch heute noch spielen. Sieht immer noch ziemlich gut aus. Und wir sind noch nicht fertig. Dann haben wir hier noch Rittersporn. Karten- und Würfelspiele. Ach, Gwent. Ja, ich glaube, da fing es dann an mit dem Spiel. Ja, ist ja dann im dritten Teil noch mal ein bisschen bekannter geworden. Hier mal kurz reingucken. Ach ja, oh schön. Ja, da sind die ganzen Charaktere. Und ja, cool. Wenn man Karten spielt und Bock drauf hat, dann hätte man jetzt so ein Witcher-Set. Und dann gibt es bestimmt noch Würfel. Na klar, aus dem Klingelbeutel. Oh. Na nice. Nicht nur bemalt, sondern richtig mit Prägung oder embossed oder was weiß ich, wie man das jetzt nennt. Also mit richtigen Tiefen und Höhen. Mhm. Das ist ja cool. Ich mache das jetzt mal im Stehen. Ich bin jetzt nicht zu sehen, aber es ist, glaube ich, auch nicht so das Problem. Warcraft, Reign of Chaos. Das war, glaube ich, auch ein Add-on zum original Warcraft-Spiel. Nee, das ist original. Hieß das Reign of Chaos? Throne war die Erweiterung. Ach, stimmt. Ja, siehst du, es ist eine Weile her. Auf jeden Fall, damals war Blizzard ja noch eine gute Company. Und die haben richtig geile Spiele gemacht. Und das war eines der geilsten Spiele, die sie mit rausgebracht haben. So viel auf LAN-Partys gezockt. Ja, geil. Ja, definitiv. Also ich nicht, aber ich hab's gespielt. Metal Fatigue. Fatigue. Achso, und ich glaube, das war auch so ein kleiner Geheimtipp. Ich habe da mal irgendwann ein GameStar-Video, glaube ich, oder irgendwie auf YouTube ein Video zugesehen. Das war so, du konntest, das waren so also Strategiespiele mit Robotern und die konnten sich so Sachen abschlagen und dann konnten sie aufnehmen und sich selber erweitern. Irgendwie so war das. Okay, da bin ich tatsächlich. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe ein Video dazu gesehen. Von ja, bin komplett raus. Das kenne ich aber. Eines der wenigen Spiele mit Frauenanteil. Neben Tomb Raider. Drakkan, All of the Flame. War auch ganz geil eigentlich. War ein schönes Spiel. Jetzt, aus heutiger Sicht sieht es halt echt polygonarm aus und nicht mehr schön. Aber es war damals ein schönes Spiel. Das ist von 99, Psygnosis, wie das Spiel davor auch von denen gepublished. Beziehungsweise da war es ja Take-Two noch. Auch hier 3DFX und so weiter unterstützt. Was heute keine Sau mehr interessieren würde. Ja, ach, das war auch gar nicht so. Gab es auch eine Weile wirklich in Spielezeitschriften als Benchmark, weiß ich noch. Ja, das auch, ja. Dark Project, der Meisterdieb von Eidos. Looking Glass. Highlight. Ich hab's geliebt. Ja, das ist halt so eine Spielerei. Ich hab's auch gespielt, aber ist nicht so meins. Also nur schleichen und immer auf den Knüppel, mit dem Knüppel auf den Kopf hauen und wegschleichen mit und nicht irgendwie die Gun rausholen und dann einfach alles wegrotzen, so wie bei Doom oder Soldier of Fortune oder so. Aber ja, gut. Wie war das mit den Star Trek-Spielen? Ja, die sollen bestimmt alle ganz gut sein. Ich habe nur eins davon gespielt, das war mit einem 3D-Shooter. Das ist bestimmt ja auch noch mit bei oder so. Ja, hier CDs drin. Auch immer noch dicke Anleitungen und so weiter. Also das war alles ein bisschen geiler damals. Spellforce, The Order of Dawn. Jawood Production. Ist das aus nicht ein deutsches Studio? Lande? Genau, das war ein deutsches Spiel, ja. Hybrid, Rollenspiel und Strategie. Ja, auch tatsächlich, glaube ich, nur die Demo gespielt. Ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Also, nicht so richtig. Aber es soll auch gut sein. Also, ich habe es gespielt, aber ich habe es, glaube ich, auch nie so richtig durchgespielt oder auf LAN gespielt oder so. So, was haben wir heute noch gar nicht gehabt? Naja, jetzt Star Wars dann, oder was? Ja, richtig. TIE Fighter. Also, Star Wars TIE Fighter. Der X-Wing-Nachfolger von Lawrence Holland und Edward Killham. Ja, sag ich doch. Ach, dann war es X-Wing. Dann war das halt vielleicht so. Genau. Auch immer auf der dunklen Seite. Immer auf der dunklen Seite gemacht, natürlich. Ist auch so schwer. Guck mal, gar keine CD. Ist noch Diskette. Ach, ist das schön. IBM-Disk. 1,44 Megabyte. Das ist aber eine Nachmache hier, oder was? Weil das ja schon, oder ist das Label gelöst, keine Ahnung. 6 Disketten. High Density. Und noch ein dickes Handbuch dahinter. Junge. Das waren Zeiten. Vorsicht, nicht, dass deine Kiste jetzt abstürzt. Nee, das ist noch die leichte Seite. Was hast du denn da? Sieht man doch. Nicht? Na gut. Assassin's Creed Unity. Oh, das Bugfest zum Anfang. Ich hab's in ganz Frankreich kurz jetzt mal angespielt, weil es im PlayStation-Abo irgendwo mit drin ist.
Ich habe selber nie gespielt. Ich fand es jetzt auch den Einstieg wieder super dröge. Das ist halt so, naja, leider ist es für mich. Damals diese kleine KI für die Crowds hatten, das sozusagen, weil die doch sehr belebt. Also spielt in Frankreich, ne? Deswegen ja. Auch Notre Dame Edition. Und wenn man da irgendwie keine Ahnung einen umbringt, dass dann halt die Menschenmassen dann sozusagen vor Panik fliehen und sowas, hatte ich mir damals irgendwie so angeguckt, war wohl ein großes Highlight. Aber es war halt sehr, sehr buggy am Anfang. Ja. Aber ich sag mal, Collectors Edition können sie. Ist original Soundtrack drin. Wir haben hier noch einen Brief an mich. Ach, Postkarten sind drin, schön. Danke dafür. Dann gibt es noch ein Buch oder ein Notebook wahrscheinlich. Nee, oder ein Artwork besser gesagt. Ja, ja. Also es war ja am Anfang halt nicht so geil. Hat er auf allen Plattformen halt so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Alter. 1, 2, 3, 4 CDs. Jetzt kann man das halt auch spielen, mittlerweile wahrscheinlich auch vernünftig. Ich habe es halt angefangen, aber irgendwie ist es halt so, ja, spring da lang, mach das, mach dies und so. Ah, die Ubisoft-Formel, die dann so ein bisschen dahinter steckt, ist halt nicht meins. Da tue ich mir mit ganz vielen Spielen schwer. Irgendwas? Sein Magic-Stick. Achso, sein Stab, ja. Genau, den lasse ich jetzt einfach drin. Der ist auch überhaupt gar nicht verstaubt und wurde auch gar nicht sauber gemacht. Naja. Der muss so aussehen. Oh, da fällt ihm das Schwert gleich raus. Aber Collectors Edition mit Figur. Und die werden halt auch gut und gerne gesammelt, weil die sehen halt tatsächlich sehr, sehr geil aus. Mittlerweile kriegst du die Figuren ja auch ganz oft einzeln kaufen, so Ezio und so weiter. Die so die Hauptfiguren aus dem Teil 2 oder was. Mhm. Die kann man mit nachkaufen und andere Figuren auch. Das haben die dann auch immer festgestellt. Das ist auch schön. Alone in the Dark, Limited Edition. Das war quasi dann der erste, ja nicht die erste Neuauflage, klingt jetzt falsch, aber es gab ja damals Alone in the Dark 1 und 2. Genau, in den 90ern. Ganz, ganz sperrig. Drei Teile. Genau. Und das war, glaube ich, so das Remake, Reboot, ja. Glaube von 2003, 4, 5 oder so. Ja, das wird hier bestimmt auch mal draufstehen, irgendwo. Das ist auch egal. Irgendwie kriegt man das auch auf. Ah, da ist der Hauptprotagonist. Genau. Den kennt man dann vielleicht auch nicht. Ach Gottchen. Das, naja, ein bisschen Ähnlichkeit hat es vielleicht. Aber mit Figur, Molotow-Cocktail auch in der Hand. Ich habe den Teil, glaube ich, auch nur angespielt. Ich glaube, ich habe den nie wirklich gespielt. Das war doch, glaube ich, mit dem Inventar, wo du nach unten guckst und dann hat er das irgendwie so in seinen Jackentaschen. Kann ich dir nicht mehr sagen, überhaupt nicht. So ein sehr kurioses Inventarsystem. Ich habe es, glaube ich, nur angespielt oder überhaupt nicht gespielt und ich glaube, davon gab es noch einen zweiten Teil, ne? Alone in the Dark 2. Also es gab von den Originalen aus den 90ern drei Teile. Ach, und drei mit jedem Teil wurden sie schlechter. Alone in the Dark hat ja Resident Evil zum Beispiel sehr inspiriert und dann ja. Resident Evil war danach halt die bessere Reihe. Ja, bis auf einige Teile. Und das hatte halt diese ganz haklige Panzer-Tank-Steuerung, ja, ja. Dass du immer erst die Figur drehen musst und dann konntest du vor und zurücklaufen. Das war bei den Ursprungstiteln eine absolute Katastrophe, hat sich super schwer gespielt. Der dritte Teil hat im Wilden Westen gespielt, in so einem Wild-West-Setting und das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. War mein erster Alone in the Dark Teil und die anderen waren dann aber besser. Genau. Star Trek, Deep Space Nine, The Fallen. Cooles, Infinite Loop. Sieht interessant aus, das Cover. Zum Spiel selber konnte ich nichts sagen. Also sieht aus wie ein Shooter. Ich, wie gesagt, irgendeins von den Star Trek-Spielen als Shooter habe ich auch gespielt. Könnte ein Add-on sein, ne? Alles was. Nee, da gab es noch einen anderen. Würde ich behaupten. Aber es ist halt alles zu lange her. Hm. Na, kann man ja nachholen. Ja, jetzt halt CDs hier. So, oh yeah. Warhammer, Mark of Chaos, Collector's Edition. Bei Namco und Deep Silver zusammen. Habe ich auch nicht gespielt. Das war so die Zeit, wo ich wie heute eigentlich eher wenig PC spiele. Bis gar nicht. Oh, kannst du deine eigene Flagge hier machen? Das ist ja auch geil. Da ein Poster dazu, noch mehr Flaggen. Oder auch nicht. Kannst du selber malen? Okay, kannst ein bisschen kreativ sein. Ein Taschenbuch. Ja, wie geil. Leider in Englisch. Das heißt leider. Wenn ich jetzt eine Collector's Edition kaufe, es gibt in sehr Deutsch. Viele Warhammer-Bücher, die nur in Englisch verfügbar okay. sind. Genau, also ich habe auf meinem Kindle, habe ich ja auch einige mal gelesen, beziehungsweise habe ich halt viele auch im Original. Mhm. Ja, hier guck mal, hier ist ein Flaggenstativ oder wie man das dann auch nennt. Kannst du dann selber zusammen. Banner. Ein Banner dann, ja, von mir aus, naja, Banner ist ja das, was da anhängt, aber auf jeden Fall Soundtrack, Spiel, ne?
Da haben wir das dann. Dann gibt es auch wieder noch ein paar Aufkleber und nochmal ein Artbook dazu. Also, naja, ein Artheftchen eher. Also eher nicht so eine geile Collector's Edition. Nee, eigentlich nicht. Aber mit dem Buch ist es eigentlich schon cool. Aber ich finde es halt schade, wenn man es halt in Deutschland kauft und eine englischsprachige Ausgabe hat, ohne das zu wissen, ist es natürlich blöd. Ich meine, ich habe auch Gears of War, den ersten ein, zwei Titel auch in Englisch gelesen, weil die gab es damals noch nicht in Deutsch. Ich glaube, da musst du mal eigentlich erzählen, dass es dazu auch Bücher gibt, ja. Gears of War gibt es tatsächlich auch als Buch, ja. Die sind richtig, richtig gut. Also eine fantastisch krasse Story. Da kannst du auch mal ein Tränchen verdrücken, wenn es dann zu bestimmten Szenen kommt. Dass sie ihren Fuß gestoßen haben. Zum Beispiel, ja, dann schreien die ganz laut auf. Nee, war tatsächlich ein bisschen mehr Story dahinter. Oh, Kingdom Academy, Star Trek. Das klingt auch wieder so wie, ich musste irgendwas aufbauen oder so. Naja. Klingon Academy, ja. Könnte aber auch alles. Ja. Also ich weiß, es gibt irgendeinen Shooter mit der Unreal Engine von, oder Quake Engine, mit der Quake Engine von Star Trek und der war geil. Ja, und das ist der, glaube ich, diebsten. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen jetzt auch nicht drauf. Ja, der war gut. Das war so Referenz auch. Dragon Age Origin, auch ein sehr, sehr geiles Rollenspiel. Wenn man es mag, so was das Kampfsystem und Co. angeht. Mhm. Aber auch eine schöne Edition. Ja. Auch mit der Landkarte, Anleitung. Da auch immer. War das noch gut. Ja, der Dragon Age. BioWare. Ja. Das war so deren, glaube, Hochphase. Ja, ich Dragon Age 2 war dann für mich, habe ich dann auch durchgespielt, aber es war irgendwie nicht so ganz meins. Dann kommen wir zu ganz schweren Sachen. Das schwarze Auge. Satinavs Ketten. Okay, ja, Collector's Edition. Sagt mir nichts. Also schwarze Auge, ja, 1, 2 und 3. Schicksalsklinge, Sternenschweif und Schatten über Riva. Alles gespielt, nie durchgespielt, weil sackenschwer für PC. Geil. Mega. Miese Grafik, aber schöne Atmosphäre. Okay, einfach mal so eine Pappverpackung da drin. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Cooles raus. Oh, das ist cool. Ach, ich dachte, da kommt was Cooles raus. Oh. Das ist ja wie das Necronomicon fast. Das ist ja geil. Oh, na nice. Muss mal ein bisschen höher halten. Ja, also es ist richtig so mit dem Lederband, also wahrscheinlich Kunstleder vielleicht auch. Ach schade, ist es tatsächlich ein Buch, was man noch befüllen kann mit Toilettenpapier-ähnlichen Seiten? schön dick. Das ist ja geil. Man steht, da ist nichts drin, aber alleine so, wenn man es dann hier so verschließt und theoretisch so rumdrehen kann oder so, das ist cool. Dann ist halt auch einfach schön, so nach ein paar Jahren sowas mal zu sehen. Soundtrack Making Off. Wie gesagt, das Spiel, das nie gespielt? Spiel. Ja, ich selber auch nicht. Aber die Edition ist auf jeden Fall geil. Da würde ich gerne mal von euch wissen, sagt mal, ob das gut war oder nicht. Dann gucke ich mir das vielleicht mal nochmal an. Wie gesagt, die aus den 90ern von Attic. Ich glaube, Attic war es. Fand ich geil. Ja, aber die hab war ich auch so sehr zäh. Ja, das war schwer, du musstest halt viel lesen. Also rundenbasierende Kämpfe und auch damals schon eine sehr nicht so schöne Grafik. Oh ja. Neverwinter Nights 2. Chaotic Evil als Buch. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Bibliothekaufmachung von Bloodborne, der Collector's Edition. Nur, dass das da eine größere Metallverpackung war. Die habe ich auch noch zu Hause. Hier gibt es auch eine schöne Figur. Naja, schön ist jetzt übertrieben, aber hier gibt es auch eine Figur dazu. Eine Riesenverpackung und dann kommt da so ein kleiner Troll raus. Ja, brauchst du noch einen Ring? Einer, der sich knechtet oder alle sie bindet. Okay, Chaotic Evil. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Ist jetzt natürlich immer die Frage, auf welche Finger das passt. Lass mich raten, dann gab es bestimmt auch noch die Pandore, die gute Version davon. Könnte vielleicht sein. Ja, das ist das Original, wie es halt so verkauft wurde. Neverwinter Nights, genau. Mega geil. Gab auch viele Erweiterungen. Ja. Ersten Teil habe ich sehr viel gespielt, zweiten Teil glaube ich nur angespielt. Und ich glaube ich gar nicht. Habe auf jeden Fall zwei oder drei Erweiterungen. Neverwinter Nights. Ja, Kati hat das ja auch mal gespielt, ne? Oder ihr beide dann irgendwie. Naja. Geiles Spiel, auch eine schöne Atmosphäre. Ja, habe ich bei Stalker gerade wieder festgestellt. Knüppeltiefe Atmosphäre bei Stalker. So, da haben wir nochmal Age of Mythology Collector's Edition. Oh ja, da würde ich mir mal wünschen, wenn das mal wieder so ein bisschen aufgelebt. Ist ja wirklich von Microsoft, ja? Ja. Steht ja auch nicht umsonst drauf von den Machern von Age of Empires 1 und 2. Und das war praktisch, ich sage jetzt mal, Age of Empires 2 in der griechischen Mythologie. Und halt auch so mit Göttern, die dann mitkämpfen konnten oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Minotaur oder irgendwas.
Ach Gott, sieht der hässlich aus. Den seine Achse auch schon ein bisschen geknickt, oder? Ja, der hat eine. Ah, ist so ein Floppy. Ja, kann man machen, aber. Es ist voll mit Collectors Edition, was hier gerade so ist. Ja, da hat auch einer seine Sammlung aufgelöst. Ja. Ja, gut, hier sind CDs, Buch noch mit drin und ein bisschen Artwork, aber das packt sich hier gerade ein bisschen schwierig aus. Krass, 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 krass. Was es nicht alles gab. Aber das ist auch so Age of Mythologies bzw. Age of Empires war, ja, habe ich gespielt. 1 und 2 auch im LAN. Aber da geht es noch weiter. Junge, und ich kriege ja schon einen Rücken. Ha, die Kollektion, die habe ich nicht zu Hause, aber die Figur, die habe ich mir mal einzeln gekauft, weil ich die geil fand. Batman vs. Wonder Woman und auch dezent eingestopft, sieht bei mir wahrscheinlich genauso aus. Ansonsten ist so ein Buch. Zum Spiel kann ich nichts sagen. Das ist ein Prügelspiel halt. Also ich glaube, die kannst du verpackt lassen. Wir sehen sie ja von vorne. Ja, aber hier ist noch ein Steelbook mit bei. Stimmt, das kennst du ja dann auch nicht, ne? Nee, Injustice. Ist halt ein Prügler gewesen, war eigentlich schon ganz cool, aber der war halt. Das war Xbox 360, das habe ich gerade gar nicht gesehen. War halt aber blutarm, weil. Ja, Solid Realms ist ja eigentlich der Verteiler gewesen, also die Mortal Kombat gemacht haben, und da geht es ja so richtig hart zur Sache. In dem Spiel halt eben gibt es zwar auch das Fressbrett, aber nicht, dass da Körperteile abfallen. Das war wahrscheinlich der Grund, warum mir das dann nicht so gefallen hat. Vielleicht hatte da DC auch ein Wörtchen mitzureden. Ja, ganz sicher, sonst hätten sie es ja wahrscheinlich dann auch anders gemacht. Oh, World in Conflict, das ist ja auch so ein übelstes Strategiespiel gewesen, ne? Wobei ich das jetzt auch nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen, ob gut guck mal, oder ein Stück Mauer ist mit bei. Das ist ja Wahnsinn. Alter, wie geil. Wer bietet am meisten? Flüchtet man einfach mit rum. 13. August 61 bis zum 9. November 89. Da fiel die Mauer. Was ist da? Wieder was gelernt oder erfrischt. Und ja, es ist ein Strategiespiel. Ja. Ja, geil. Krass, also mit einem Stück Mauer hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hm. Gibt es wahrscheinlich heute auch noch welche zu kaufen? Stücke? Mauerstein. Sie einige wahrscheinlich goldene Nase. Sie verlassen West-Berlin. Na, ich kann mich noch entsinnen, ich war damals in der 2. Klasse und dann hieß es so, komm mal mit, wir fahren uns im Westen. Ich habe mir da sonst sowas ausgemalt, wo wir hinfahren, dass er 3 S-Bahn-Stationen weiter war, das war mir nicht begrifflich. Ich dachte, er geht jetzt auf große Fahrt. Ja, ich dachte auf der Landstraße so, hier irgendwie so gelbe Schilder, da steht der Golde, also Westen drauf. Hat uns ja in der 1. und 2. Klasse keiner beigebracht, dass das Berlin ja zwiegespalten war. Das über ewige Jahre. Das war für mich dann so, ja, wie jetzt? Und ich habe Hunger, ja, wir haben halt kein Geld. Ja, wieso hast du Geld in der Tasche? Ja, aber damit können wir nicht bezahlen. Ja, wieso denn nicht? Ja, ist halt, wir haben halt Ostmark und hier ist Westmark. Und ja, naja, war schwierig für mich als 8-Jähriger. Podcast! Aber satt geworden ist auch so. Ja, ich habe dann irgendwo einen Schokolade auch umsonst bekommen. Outcast, ein auch sehr, sehr cooles Spiel eigentlich von Infrogames. Übelster Hardwarefresser, damals ja, mit Voxel-Engine. Das heißt also genau sehr detailliert, aber gering aufgelöst. Ja, man sieht ja auch so die Wasserauflösung und Reflexion, beziehungsweise so die Wellenbewegung. Das ist schon geil gewesen. Die Voxel-Engine wurde ja häufig vor allem bei den ganzen Helikopter-Simulatoren, genau, Comanche Apache und so weiter. Ja. Genau. Sehr detailliert. Es gibt tatsächlich, kann man jetzt auch wieder kaufen, eine neue Flagge, Outcast 3 oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob sie gut ist. Ich auch nicht. Kann man für 70 Euro irgendwie kaufen? Ich spare mir das, weil ich habe die anderen Teile auch nicht wirklich gespielt. Wenn ihr es schon gespielt habt, lasst mal wissen, ob gut oder nicht. Gunman! Genau. Half-Life-Erweiterung, auch sehr geil gewesen. Genau, aber eine Standalone-Erweiterung. Ja. Genau. Über 40 Stunden spektakuläre Action. Ich habe es einmal durchgespielt, das kann ich dir sagen. Hm? Ach, Gunman Chronicles war es, ja. Irgendwie kommt man US-Version sogar. Ja, wer den Unterschied nicht kennt, sollte mal die deutsche Version spielen, wo die Roboter sich auf den Boden setzen, wenn man sie abgeknallt hat. Genau. Wie es jetzt bei Gunman Chronicles ist, keine Ahnung, bei Half-Life 1 jedenfalls. Genau, deutsche Version mit Robotern und, ne, ja, und im Original. Komischerweise habe ich Half-Life damals im Original im Saturn am Alexanderplatz gekauft, uncut. Brauchte dann natürlich einen Steam-Account. Das war ja so ein ganz großer Frevel damals. Heute ist es weltgrößte Gaming-Plattform eigentlich. Und ich habe das uncut gehabt. Das heißt, ich habe gegen Soldaten gekämpft, die auch tatsächlich umgefallen sind. Bei Half-Life 2 hatten sie ja lange überlegt. Kam ja dann mit Online-Aktivierung. Ja, haben sie. Gab viel Meckerei und heute juckt es keinen mehr. Star Trek Armada. Wirklich jemand Star Trek? Strategie-Weltraum-Spiel. Ja, man sieht es, glaube ich, so von der Aufteilung her. Mittlerweile haben wir so viele Star Trek-Spiele. Es gibt super viele, aber die sind irgendwie dafür, dass es auch wahnsinnig viele Star Trek-Fans gibt, merkt man das eigentlich nicht. Guck mal her, ich hätte hier noch ein bisschen Star Trek im Angebot. Judgment, Rights. Limited. CD-ROM Collectors, Interplay. Ja, das sieht 5.
52.157 von 75.000. Das ist jetzt nicht so hart limitiert. Nee, nicht wirklich. Oh, aber ist eine coole Aufmachung. Ist nicht mal ausgepackt. Ist das echt eine Videokassette? Ja. Alter. The City of the Edge of Forever, Episode 28, die originale in Uncut Television Series. Ja, wie geil ist das denn? VHS? Junge, schlechteste Bildqualität ever, aber ja, hat man trotzdem gehabt, ne? Ja, die Anleitung auch, sieht auch interessant aus. Okay. Das ist so ein bisschen Pixelgrafik. Business Reply Mail. Okay, geil. Dann gibt es hier noch einen Anstecker. Sentinel Star Trek Judgment Rights. Das mit der VHS-Kassette ist natürlich der Wahnsinn. Ja, dann gibt es auch CDs, Game Disc und so weiter und so fort. Cool. Das hat was. Und das ist auch nicht schlecht. Aber das Spiel mag ich überhaupt nicht. Mit Borderlands wurde ich nie richtig warm. Ich weiß, da gibt es ganz viele Fans von und Loot-Shooter und alles so geil und alles so toll. Geht mir auch so. Aber Claptrap ist geil. Der ist cool. Ich bin mal auf den Film gespannt, obwohl ich glaube, dass der nicht so gut ankommt. Ja, mit Wackel-Dackel-Figur würde ich fast sagen. Sagt mir jetzt nur nichts. Ich weiß nicht, ob es Handsome Jack ist. Ist ein Händler wahrscheinlich, oder? Also mir sagt er auch nichts. Achso, hier war die. Nee, ist. Sollte er hier drin stehen? Das kann sein, dass die Figur da eigentlich drin steht. Ja, doch, das. Ja, könnte passen. Und dann ein Artbook und das Spiel, aber ganz normal einfach nur in Pappe gehüllt, also nichts Besonderes. Aber ein Artbook, da gucken wir mal ganz kurz rein. Inside Vault. Ja, ich glaube, es fing schon mit der Grafik so an, dass mir das irgendwie nicht so zugesagt hat. Ich glaube ja auch, das sollte anfangs ganz normal mit einer, sag ich mal, normalen Art-Style rauskommen. Ja, und dieses Cell-Shading oder wie es hieß, das haben die dann halt später irgendwie hinzugefügt. Genau, Cell-Shading, was ja von hier 13, ne? X1, also hier römisch 13, war ja irgendwie so der Vorreiter. Ja, stimmt, die Comic-Grafik. Yo, Shadowman, rette deine Seele, gibt's auch mittlerweile einen Remaster. Gibt auch einen zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich damals auch gespielt. War richtig, richtig gut. Geile Geschichte. Der war ja so ein bisschen verflucht, ist irgendwie gestorben und ist dann irgendwie auf der Seele, auf der Suche nach einem Kind auch gewesen. Ich weiß gar nicht, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Also ich hab's nicht gespielt. Oder war ein geiles Spiel. Oder so. Gibt's, wie gesagt, auch auf der Switch oder so jetzt als Remake. Kann man auf jeden Fall auch machen. Grafisch ist natürlich auch nicht so der Brecher, aber jo. Battlezone 2. Ich kann auch nichts sagen. Maximal den ersten Teil als Demo irgendwie gespielt. Ja. Kann ich halt auch irgendwie nichts zu sagen. Das ist so. Ist an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja. Ich habe auch früher, als ich noch am PC öfters gespielt habe, halt auch sehr oft Demos gespielt. Ach, siehst du hier die Aufkleber von hinten noch? Naja, siehst du, alles da. Ach, das ist das, was so schwer war. Age of Empires 3. Das ist ja mal ein Klopper. Da ist wohl was zum Lesen drin. Oh, noch eine dicke Anleitung oder was? Ja, da ist eine Enzyklopädie mit drin oder was? An diesen Artworks, okay. Ja gut, die haben ja viele Einheiten, viele Cutscenes auch anscheinend gehabt. Render-Videos. Okay, ja, es ist aber alles gut und schön, aber eigentlich guckst du nur einmal rein und dann liegt es doch wieder nur rum. Ja, deswegen sollte man jetzt auch nicht blind dann immer irgendwelche Collectors Editions kaufen. Ich mach das auch nicht mehr. Also A, ist das platzbedingt und B, weiß ich manchmal nicht, wie das Spiel ist. Ja, letztendlich noch zwei. Das ist immer schlimmer, dass man praktisch irgendwie dann im Vorverkauf musst du dich ja schon entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und dann weißt du aber immer noch nicht, ob das Spiel gut ist. Und wenn du herausgefunden hast, dass es gut ist, gibt es die halt nicht. Genau. Ist zum Beispiel bei Days Gone so gewesen. Cooles Spiel. Die Collector's Edition wollte ich mir vorher nicht kaufen, weil ich halt nicht wusste, wie das Spiel ist. So, ja, das war's dann. Medieval 2 Total War. Alter, auch so ein übelstes Strategiebrecherteil. Noch von Sega sogar. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, von den Machern von Rome Total War. Ja, das war. Ich weiß, das war auch ein Hardwarefresser. Das ist ja auch geil. Mit Sinnfigur? Sinnfiguren, hier ist auch noch irgendwie eine kleine Figur mit, weil ich weiß nicht, ob die dazugehört. Dann kannst du das ja alles rausnehmen. Bisschen Artwork, CDs. Eine Karte. Okay. Ja, das ist. Ja, auch so ein übelstes Strategiespiel, aber auch komplett an mir vorbeigegangen. Also da bin ich auch komplett raus. Zar, Schlacht um die Krone. Das sagt mir auch nur vom Namen was. Ich merke nur, dass in diesem Zeitraum 2000 der übelste Strategie-Hype war, dass jeder irgendein Strategiespiel rausgebracht hat. Und das sieht halt aus wie ein Versuch, was aber wahrscheinlich nie so richtig geklappt hat. Also ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe es, glaube ich, auch nie gespielt. Aber da haben wir wieder eine schlaue Community. Genau. Haut mal raus. Habt ihr es gespielt?
so eine Riesenkiste eigentlich rein, ey? Ach, okay, gut. Free Space, Conflict Free Space Battle Pack. Free Space war auch ein richtig genialer Weltraumshooter. Also im Flieger sozusagen. Es gab auch mal Free Space, glaube ich, 2 war irgendwie sogar gratis oder so. Guck mal, da, plus spielbare Spannung, Demo des mit Spannung erwarteten Nachfolgers. Ja, ja. Irgendein Teil gab es sogar in Episodenform, was man kostenlos spielen konnte. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war, aber die haben richtig Laune gemacht. Genau. Was liegt da drunter? Free Space 2. Ja, preisgekrönter Weltraumsimulation nennen sie es, aber eigentlich war es, ja, eigentlich ballerst du Aliens ab. Ja, das war auch, das sah geil aus, hat gar nicht so eine Hardware-Anforderung gehabt, gefühlt. Hat auch richtig Spaß gemacht, also geile Story. Homeworld, Echtzeitstrategie. Auch da gab es ein Remake. Haben wir auf LAN-Partys auch sehr gerne gespielt. Ja, das war, das wollte ich mir immer mal kaufen, ich habe aber irgendwie nur die Demo gespielt. Die war schon cool, die Vollversion habe ich nie gespielt. Sehr gutes Spiel. Ja, definitiv, ja, absolut. Mit dem Mutterschiff, was du dann ja auch sozusagen umpositionieren konntest. Ja. Oh, hier klimpert's. So, Baldur's Gate 2. Bestimmt ein fantastisches Spiel, aber es war mir zu schwer, zu trocken, zu... Habe ich nie gespielt. Leider ein bisschen geknickt, aber... Ja, schade, ein bisschen kaputt hier, aber... Könnte jetzt auch der Transport gewesen sein. Oh, wer weiß. Ja, kann man ja auch mittlerweile auf dem Handy spielen. Mittlerweile ist schon auch einige Jahre auf dem Markt. Fürs Handy kann man auch machen oder auf anderen Plattformen. Kann ich aber leider nichts zu sagen. Icewind Dale? Ja. Die Saga. Damit ging's dann weiter. Ja, es war auch nicht leichter, auch von BioWare. Das waren so echt Hardcore-Strategie, Rollenspiele, super geil. Charakterentwicklung und was weiß ich, was man damals so machen könnte. Eine DVD-Hülle gekauft, wirklich mit Baldur's Gate 1, 2, Icewind Dale 1, 2. Und übelste Zeitfresser, aber ich habe sie nie durchgespielt. Kiss Psycho Circus, The Nightmare Child. Tatsächlich, die Band kennt ihr bestimmt. Ja, da gab es auch ein Spiel von. War gar nicht mal so gut, aber man konnte spielen. Gab es auch auf dem Dreamcast. Da war die Steuerung aber echt bescheiden, weil das Dreamcast da irgendwie eine analog und rechts wieder mit dem Stick Tasten irgendwie zu spielen. Keine Ahnung. Hat sich nicht gut gespielt. Ich habe das auch zu Hause. Aber ja, ich habe es damals im Original auf dem PC auch immer durchgespielt. Patricia 4. Auch ein bisschen zerrupft. Sieht aus wie eine Eispackung, die jetzt gerade irgendwie geöffnet wurde. Auch so ein Strategiespiel sieht so aus wie andere irgendwie. Aber da bin ich raus. Ich weiß nicht. Also ich weiß damals so, auch in den 90ern, hatte ich dann auch mal so Hanse gespielt oder der Patrizia 1, 2 oder so, keine Ahnung. Nee, das war irgendwie alles nicht so meins. Ja, mit Verkaufen, Kaufen und so weiter. Da hatte Ubisoft noch... Der Feuersimulator. Der Feuersimulator, ja. Das war so eines der ersten Spiele, wo du halt wirklich Flächenbrand mit Flammenwerfern... Genau, dynamisches Feuer... provozieren konntest und dann hast du dynamisch Feuer, genau, und das hat sich dann ausgebreitet. Eigentlich war das auch ein ganz geiles Spiel. Das war halt dann noch neu. Far Cry 1 war noch ein bisschen für sich. Hier, guck mal, da sieht man, aus welchem Zeitalter das kommt. Da gab es noch, wie hießen die Spiele, die... Ach so, Handygames, Mobile Games oder was hier für Symbian, dieses Format, wie es damals hieß, Java Games. Hm. Die waren auf Java programmiert alle irgendwie und dann konntest du auf dem Handy das spielen. Das war dann Nokia N95 Communicator oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, hier sieht man es auch, worum es geht. Das brennt. Du bist halt irgendwie in Afrika oder so unterwegs gewesen. Eigentlich ganz geil gewesen. Die Grafikbombe des Jahres. Ja, war ja auch. Das hat gefetzt, das Feuer. Aber Unreal 2 mit dem Flammenwerfer, das hat noch ein bisschen mehr gefetzt. Ich krieg zeitlich nicht mehr alles in die Ohren. Das ist Wahnsinn. Die Collector Edition. Hm? Kingdom Come Deliverance. Die nimmt nicht viel Platz weg. Unglaublich geniales Spiel. Man musste sich einspielen. Man ist ein Dorfschmied, das wird überfallen. Man soll eigentlich ein Schwert abholen, man kriegt es natürlich nicht. Man kann nicht lesen, man will dann Aufträge erfüllen, kann aber quasi nicht lesen, was man machen soll. Man muss im Spiel quasi erstmal lesen lernen. Also man ist wirklich mitten im Mittelalter gefangen und spielt das auch durch. Fantastisch. Aber im authentischen Mittelalter, jetzt ohne Fantasy. Genau, keine Drachen, keine fliegenden Hunde, nix oder sonstiges. Wirklich, du wurdest dann auf Reitwegen dann auch überfallen, hast dann Rüstung gehabt, siehst in der Rüstung nichts, musstest das Kampfsystem richtig, lernen, kontern und antäuschen und was weiß ich. Mega. Super, super geniales Spiel. Muss ich mal irgendwann weiterspielen. Ja, du musst halt aber wieder komplett von vorne anfangen, weil man das einfach nicht wieder einsteigen kann. Also mit Figur hier. Also wirklich ein sehr geiles Spiel. Also wer das nicht gespielt hat, soll das unbedingt mal machen. Wirklich klasse. Aber plant schon mal ein bisschen mehr Zeit ein. Also das kann ich euch sagen. Das haben wir zu Hause auch gespielt.
Ha, so. Okay, na, gar nicht mal so schlecht. Mafia 2 war auf jeden Fall besser als der dritte Teil. Ja. Den dritten Teil habe ich auch nie so richtig durchgespielt. Ja, Mafia 1 und 2 habe ich gespielt. Ja. Auf der Xbox noch. Auch wieder. Ja, genau. Gab es ja auch auf dem PC. Mafia 1 habe ich auf dem PC gespielt. Da so das bekannte Rennen damals, was so unschaffbar schwer irgendwie war. Das haben sie dann auch ein bisschen nachgepatcht. Dann war es gar nicht mehr das Problem. Coole Story, coole Charakterentwicklung, coole Grafik eigentlich. Mafia 1 wurde ja remastered mit einer fantastischen Grafik. Alter, mit einer Schallplatte hier drin. Das ist ja auch cool. Orchestral Score, das ist ja geil gemacht. Teil 2 hat auch noch eine Aufpolierung erfahren. Teil 3 so minimal, nur weil das ja der jüngste Teil ist. Teil 2 ist auch sehr, sehr cool. Kann man auf allen Plattformen spielen. Wenn man so ein bisschen mal Mafiosi sein will, das ist auch cool. Boah, geiles Ding. Ja, hier sage ich einfach gar nichts zu. Risiko gibt es auch als Brettspiel. Ich pack's einfach hier oben drauf. Ultima 5, 6, 7, 8. Pagan, steht Pagan drauf? Ja. Ja. Ja, das war auch noch Grafik. Von Lord British. Lord British, ja. In seinem Schloss mit seinen Geheimgängen. Origin. Und seine Klamotten, die er anhatte und auch so. Es sieht eigentlich aus wie Diablo, nur dass das Diablo, glaube ich, ein bisschen später, 93. Oh, ist aber geil. Auf jeden Fall ein ähnlicher Grafikstil. Wahrscheinlich auch gute Spiele. Und dann kam irgendwann das Hardware Monster Ultima Online. Oder nee, nicht online. Ascension. 7 oder so? Oder 5? Oder, nee, 5, 6, 7, 8 ist es ja schon. Was, 10? Ja, ich müsste es jetzt holen. Ich habe es in so einem Double-Feature mit Ultima Online. Ich habe es ja nie als Vollversion gespielt. Ich habe nur die verbuggte Demo-Version auf der GameStar damals gespielt. Und das war wirklich ein Hardware-Fresser. Das sah aber geil aus. Aber dafür, dass es so aussah, wie es aussah, war es eigentlich von der Hardware wiederum eigentlich nicht gerechtfertigt. Ground Control von Sierra. Die haben eigentlich auch coole Spiele gemacht. Mhm. Aber das optische Lecker bis ein PC. Sag mir auch nur noch was vom Namen. Es ist auf jeden Fall keine Verleihversion. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich kann da auch nichts zu sagen. Also da bei manchen Spielen bin ich halt einfach raus. Und es kamen damals auch viele Spiele raus. Man war ja jung, man hatte kein Geld und konnte gar nicht alle spielen. Diese Version meinte ich. Ultima Online. Das da hast du es. Und da ist übrigens dein Grafik-Burner bei Ascension. Genau. Ascension 9. Der 9. Ultima 9 ist es dann. Okay. Und das ist genau diese Double Feature Special Limited, was weiß ich, beide Spiele zusammen, beziehungsweise ja. Ultima Online und halt 9. Und das hatte so eine detaillierte Grafik damals, das sah eigentlich schon sehr geil aus, aber es hatte eine unglaublich freche Hardwareanforderung gehabt. Das war sowas von nicht gerechtfertigt. Ja, es kam eigentlich raus so und ließ sich eigentlich, glaube ich, nur irgendwie mit reduzierten Details oder ja, so. Ja, genau. Zumindest also, auf der Hardware, die da verfügbar war, spielen. Genau, also selbst High-End-PCs zu dem Zeitpunkt hatten damit 3DFX-Beschleuniger und Co. hatten da echt zu tun gehabt. Aber es lief. Ich meine, heute wird es nicht mehr laufen, weil Windows 95 oder so. Ich hab's vor einer Weile mal dann angeschmissen, ja. Ja, und? Lief's? Da schon. Die haben wir auch schon mal ausgepackt, ne? Mhm. Fallout 3 Collector's Edition, ja. Auch noch Games for Windows. Vortec, also die Umverpackung sieht immer so schön aus, aber hier die Brotdose. Die Brotdose, die sieht noch ganz vernünftig aus. Artbook natürlich. Ich bin jetzt tatsächlich auf Fallout die Serie dann gespannt. Jetzt irgendwann im April kommt die auf Amazon. Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Ja, ansonsten ist jetzt natürlich das hier und dann gibt es den Vault Boy noch. Ja, den haben wir ja auch schon irgendwie mehrfach irgendwie mal in einer anderen Art und Weise gehabt. Mhm. Ja, so eine niedliche kleine Edition. Das ist okay. So, eins habe ich noch, ein absolutes Highlight. Oder auch nicht. BioWare N7, es ist Mass Effect 2. Collector's Edition. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe es damals durchgespielt, habe mich aber ein bisschen durchgequält, weil ich den ersten eigentlich viel, viel cooler fand. Steelbook dazu, Monster dazu. Ja, ist ja manchmal auch so ein bisschen umstritten. Oh, ist ja noch so ein Code hier, was ist denn los? Ist ja manchmal auch so ein bisschen umstritten, weil man da ja irgendwie so ganz komische geschlechtliche Anbahnungen haben konnte mit Aliens oder so. Ich weiß gar nicht, ob das beim zweiten spruchreif war oder ob das damals bei einem anderen Teil war. Ja, irgendwie was war da. Irgendwas war da, genau. Da haben die auch alle wie rumgemeckert und ich denke mir so, Leute, das ist ein Computerspiel. Lass sie doch da mit einem Alien rummachen. Wen interessiert's denn? Lass die Bits mit den Bytes rummachen. Junge. Wird eine extrem lange Folge. Also, das habe ich am Anfang schon gesagt, aber ja, wir hätten natürlich auch 12 Folgen draus machen können, das machen andere so. Wir machen das einfach so im Go, im Flow und hauen alles raus. Natürlich sind wir jetzt nicht großartig auf die Spiele eingegangen, das funktioniert einfach nicht. Hier kann man einfach viel an Erinnerungen schweben und sich so ein bisschen durchhangeln. Vor allem auch mal Verpackungen genießen. Die Verpackung genießen, genau. Und die Spiele selbst sind manchmal gut in Erinnerung geblieben, spielen sich aber heute halt eben nicht mehr so schön. Und
Ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Auf jeden Fall extrem umfangreich. Ja. Mein Herz freut sich auf jeden Fall. Da waren richtig coole Sachen mit bei. Gerade am Anfang die Hardware, die wir so in der Form auch noch nie gezeigt hatten, noch nie ausprobiert hatten. Gucken, vielleicht kriegen wir die zum Laufen. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein Video wert. Und, ja, da haben wir ja so noch einiges, wo wir uns mal mit Zeit nehmen wollen. Aber ja, Zeit ist genau das Problem. Zeit ist das Problem. Jetzt seid ihr gefragt, lasst mal gerne Feedback da. Was sind so eure Highlights, vielleicht aus der Kindheit, Jugend oder sonst was, was ihr so gern gespielt habt? Oder woran ihr euch gerne erinnert? Oder was ihr auch heute halt, noch stopp, gern spielt? Ich hab gelogen, ich hab noch ein Sacrifice. Den Blood Pack. Es war auch die Kiste so war so groß, dass die jetzt irgendwo da untergegangen ist? Ja, die stand jetzt hinten unter der Pappe. Aber ich habe das auch nur angespielt mal, das Original. Ich kann auch nichts zu sagen. Das war ich habe es gespielt, aber ist ach, Shiny Entertainment, das war da auch so völlig konstrus immer. Ja. Und ich würde sagen, mit der Sache sind wir raus. War wieder ein innerliches Blumenpflücken absolut an dieser Stelle. Und ich freue mich schon darauf, morgen alles irgendwie einzusortieren. Mehr oder weniger. Dauert nochmal 2 Stunden. Genau. So, in diesem Sinne, jo, macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao. Und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.